Alle haben Platz genommen. Dann darf ich Sie jetzt ganz, ganz herzlich bei uns hier in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen, liebe StipendiatInnen, liebe VertrauensdozentInnen, Auswahlkommissionsmitglieder, liebe KollegInnen aus den anderen befreundeten Studienwerken, VertreterInnen der Studienwerke, StipendiatInnen, liebe Gäste. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Herzlich willkommen auch jene, die uns im Livestream jetzt zuhören. Zu unserer Veranstaltung Klimaleugnung, besser müssten wir sagen, Klimawandelleugnung, Klimaskepsis, Rechtspopulismus. Mein Name ist Ulla Siebert und ich leite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung das Studienwerk. Ich freue mich riesig über die große Resonanz auf unsere Einladung zu dieser Veranstaltung. Sie ist die letzte, die in diesem Jahr in der Reihe Gesellschaftsvisionen gemeinsam für eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft stattfindet. Auf Initiative des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks haben Eles, Avicenna und die Studienwerke der 6 politischen Stiftungen in diesem Jahr in verschiedenen Städten diese Veranstaltungsreihe durchgeführt. Wir haben uns unter anderem mit Vielfaltsverteidigung und den Gefährdungen unserer Demokratie, mit dem Brexit, mit unserem Grundgesetz, mit Antisemitismus im Netz auseinandergesetzt. Ziel war und ist es, im Gespräch zwischen StipendiatInnen und Gästen aus Wissenschaft, Medien, Zivilgesellschaft, politische und gesellschaftliche Visionen für eine offene, pluralistische, demokratische Gesellschaft zu entwickeln. Das Erstarken populistischer Bewegungen in Deutschland und in Europa beunruhigt zutiefst. In fast allen europäischen Parlamenten sind rechtspopulistische und rechte Parteien, die eine autoritäre Umformung der Demokratie anstreben, vertreten, teils mit Regierungsbeteiligung. Die Grenzen des Sagbaren verschieben sich in medialen wie politischen Debatten. Grundwerte, die als demokratischer Konsens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Shoah etabliert wurden und denen wir uns verpflichtet fühlen, Menschenwürde, gleiche Rechte für alle, Freiheit, Solidarität, werden zunehmend zur Disposition gestellt. Die Begabtenförderungswerke und ihre StipendiatInnen spiegeln den politischen und gesellschaftlichen Pluralismus und die gesellschaftliche Diversität in Deutschland wider. Einen Beitrag zur Demokratieförderung zu leisten, auch Chancengerechtigkeit herzustellen, ist uns ein gemeinsames Anliegen und Herausforderung zugleich. StipendiatInnen aus verschiedenen Werken mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen und Weltanschauung auch werkeübergreifend ins Gespräch zu bringen, dafür setzen wir uns ein. Und auch dazu soll der heutige Abend beitragen. Nicht erst seit den Protesten von Fridays for Future, aber seitdem besonders, treibt uns alle das Thema Klimawandel und die Frage, was wir dagegen tun können, besonders um. KlimaforscherInnen sind sich weltweit relativ einig. Die Erde erwärmt sich immer mehr. Die globale Erwärmung ist menschengemacht. Wir alle tragen zur Emission von Treibhausgasen bei. Die damit einhergehenden gesellschaftlichen und ökologischen Probleme werden immer größer. Viele Menschen, etwa in den Küstenregionen, sind schon jetzt unmittelbar betroffen. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt. Extreme Wetterereignisse haben Dürren, Hitze und Überschwemmungen zur Folge. Das, was unter führenden KlimaforscherInnen und auch unter vielen PolitikerInnen Konsens ist, wir müssen dringend etwas gegen den Klimawandel tun, wird von anderen grundsätzlich in Frage gestellt. Sie bezweifeln die steigende Erwärmung, negieren deren Ursachen, stellen die Befunde aus der Wissenschaft in Frage. Die Dringlichkeit des Klimaschutzes wird in Zweifel gezogen. Zu den Klimawandelleugnern und Skeptikerinnen gehören rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, politische Organisationen, manche Regierungen, InteressensvertreterInnen, JournalistInnen, Lobbyisten.
Manche BeobachterInnen sehen in der Klimadebatte und in der Umweltpolitik die nächste große weltweite gesellschaftliche Auseinandersetzung, die die Debatten der letzten Jahre zu den Themen Migration, Flucht und Asyl noch weit in den Schatten stellen wird. Wir wollen heute Abend fragen, welche Gründe gibt es für die Klimawandelleugnung und Skepsis? Welche Interessen verfolgen Klimawandelleugner? Welche Argumente tragen sie wider aller Evidenzen vor? Wie hängen Klimaskepsis, Wissenschaftskritik und Kritik an einer sogenannten Meinungselite zusammen? Welche Auswirkungen haben Klimaskepsis und öffentlich skandalisierte wissenschaftsrespektive Elitenkritik auf Klimapolitik, Klimaschutz und Klimaforschung? Welche Argumente der KlimaschützerInnen sind besonders geeignet zu überzeugen? Der Klimaschützerinnen sind besonders geeignet zu überzeugen, zumindest jene, die sachlichen Argumenten gegenüber noch aufgeschlossen sind. Wir beginnen mit zwei inhaltlichen, jeweils etwa 50-minütigen Inputs aus politikwissenschaftlicher und klimawissenschaftlicher Perspektive und werden dann eine Diskussion, Podiumsdiskussion anschließen. Ich freue mich sehr, dass wir drei ExpertInnen gewinnen konnten, mit denen wir heute Abend diskutieren wollen. Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und prominentes Gesicht der Bewegung Fridays for Future in Deutschland. Professor Dr. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er ist Professor im Fach Physik der Ozeane an der Universität Potsdam. Und Alexander Karius von der Denkfabrik Adelphi in Berlin, mit dessen Input wir beginnen werden. Ich darf Ihnen Herrn Karius etwas ausführlicher vorstellen. Herr Karius ist Politikwissenschaftler und forscht zur Zukunft von Demokratie und zu Global Governance, beschäftigt sich mit nachhaltiger Ressourcennutzung, mit Klimarisiken, Krisen- und Konfliktprävention, mit den Themen Urbanisierung, Migration und Flucht. Er berät Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen, die Europäische Kommission sowie Verbände und Unternehmen bei der strategischen und konzeptionellen Entwicklung von der Umsetzung von Agenda-Setting-Prozessen, internationalen Verhandlungen und Programmen der Entwicklungszusammenarbeit. Herr Karius ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Adelphi, einem Think Tank hier in Berlin, der an der Schnittstelle von Umwelt-, Entwicklungs- und Außenpolitik arbeitet. Unter seiner Leitung hat Adelphi zu Beginn des Jahres eine explorative Studie zu Wahlprogrammen, Statements sowie zum Abstimmungsverhalten von bzw. zu 21 rechtspolitischen Parteien in Europa zu Klima- und Energiefragen vorgelegt. Die Ergebnisse aus der Studie wird er uns nun vorstellen und zum Schluss noch auf die Frage eingehen, wie den Argumenten der RechtspopulistInnen entgegnet werden kann. Herr Karius, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank, guten Abend. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich werde nicht 50 Minuten reden, aber so gute 15, glaube ich. Und möchte Ihnen eine Studie vorstellen. Nee, ist okay, danke für die Großzügigkeit. Ich fühle mich da gleich zu Hause. Aber trotzdem beeile ich mich jetzt. Möchte in der Tat mal ein paar Ergebnisse vorstellen einer Studie, die wir im Februar veröffentlicht haben, Convenient Truth, wo wir uns angeschaut haben, was rechtspopulistische Parteien eigentlich zum Klimawandel und zur Klimapolitik sagen. Und die Studie hat geschrieben, Stella Schaller, die hier irgendwo sitzt, meine geschätzte Kollegin und ich. Und ich werde die Ergebnisse heute mal vortragen. Vielleicht ganz kurz, was wir wissen, ist, dass rechtspopulistische Parteien in Europa einen zunehmend starken Organisationsgrad haben. Die ENF als eine Fraktion wurde 2016 gegründet. Es gab 2019 dann eine weitere, auch auf Betreiben der deutschen AfD-Fraktion, eine starke rechtspopulistische Fraktion im Europäischen Parlament zu gründen.
Und was wir gesehen haben im Europawahlkampf, war, dass wir doch eine Verschiebung haben von den Themen, die rechtspopulistische Parteien aufgreifen, von so einer euroskeptischen Anti-Euro-Partei hin zu Immigrationsthemen, Migrationsthemen, dann sehr stark eigentlich das Klimathema mit in den Fokus gerückt ist. Und das war mit einer Überlegung oder ein Punkt, warum wir uns etwas mehr Gedanken gemacht haben, warum eigentlich rechtspopulistische Parteien mehr und mehr sich mit Klimafragen befassen, und zwar weit über die Frage hinaus, ob sie nun Fakten des Klimawandels anzweifeln. Und eine Sache, die einen vielleicht sehr pessimistisch stimmen kann, ist, dass wir es eigentlich nicht mit einem marginalen Phänomen zu tun haben, sondern rechtspopulistische Parteien, und das Spektrum ist sehr breit, das sind autoritäre, national-radikale Parteien unterschiedlicher Couleur, mittlerweile doch in relativ vielen Regierungen sitzen. In 23 von 28 nationalen Parlamenten der Europäischen Union, in 6 EU-Ländern beteiligt sind an Regierungskoalitionen und in Polen und Ungarn, also auch Pisch und Fidesz, die absolute Mehrheit stellen. Es gab einige im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament, die gesagt haben, ja, aber so groß ist die Gefahr doch gar nicht, weil es sind ja nur befürchteterweise 25% Rechtspopulisten im Parlament. Und ich habe das nie verstanden, warum man eigentlich immer noch so, wann die Schwelle erreicht ist eigentlich, dass man nervös werden muss. Jetzt gab es diejenigen, die argumentiert haben, wir haben immer noch stabile Mehrheiten im Parlament, wir haben auch Entscheidungsmechanismen, wo wir starke Mehrheiten haben von 80% der demokratischen Parteien. Aber ich denke, es ist eine relativ toxische Mischung. Diese Befürchtung hatten wir schon vor der Europawahl mit starkem Anteil, ein Viertel der Parlamentarier Rechtspopulisten, in der Kombination dann auch mit Regierungsbeteiligung national, wo wir also national natürlich dann auch über den Rat, nicht nur im Parlament, sondern Rat rechte Mehrheiten haben. Warum wir uns eigentlich damit befasst haben, der Anlass war eigentlich, dass wir zum Thema Populismus und Klimawandel in Frankreich vor der Gelbwesten-Problematik eingeladen worden sind, von der Deutschen Botschaft an der Podiumsdiskussion teilzunehmen. Und ausgehend davon wir so ein kleines Memo geschrieben haben, aber aus den genannten Gründen dann tiefer eingestiegen sind. Das ist eine Studie, die wir gemacht haben, die ist von niemandem finanziert worden. Die AfD will uns seit Monaten oder seit einem Jahr nachweisen, dass da irgendjemand dahinter steckt. Das sind nur wir. Und zwar eigentlich aus einem Grund, weil sozial-ökologische Transformation, und wir reden bestimmt heute Abend noch darüber, auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Wirtschaft und einer dematerialisierten Wirtschaft, transformativen Wandel erfordert. Und das natürlich schwierig ist in einem Umfeld, was sehr, sehr stark politisch fragmentiert und ideologisch aufgeladen wurde. Von daher haben wir gesagt, wir gucken uns mal an, welche dieser Parteien eigentlich welche Position hat. Also gucken in die Parteiprogramme rein, rechtspopulistische Parteien in Europa, und schauen uns vor allen Dingen das Abstimmungsverhalten an und werten Pressestatements der jeweiligen Sprecher aus, um eine gewisse empirische Basis zu haben, was die überhaupt sagen und welches die Positionen sind. Quellen unten sind dort genannt. Und was wir gemacht haben, eigentlich sind die populistischen Parteien in drei Gruppen einzuordnen, nämlich diejenigen, die skeptisch sind, also das sind die, die Klimawandelleugner sind und sagen, die Erde sei eine Scheibe oder Unterschiede, wir kommen nachher nochmal drauf, wobei ich gar nicht auf das eingehe, was Stefan Rahmstorf nachher nämlich erzählt über die Klimafakten, sondern ich mich ein paar auf andere Themen konzentriere, nämlich erstmal bestreiten, dass es überhaupt globale Erderwärmung gibt, oder eben den anthropogenen Wandel leugnen oder aber auch sagen, CO2 in der Atmosphäre hätte ja positive Effekte auf Pflanzenwachstum. Also das sind diejenigen, die in diese Kategorie fallen. Es gibt eine zweite, relativ breites Spektrum an Parteien, die nicht unbedingt eine sehr klare Position zum Klimawandel haben. Die ist von Fragestellung zu Fragestellung unterschiedlich, durchaus in Fragestellung des wissenschaftlichen Konsenses und auch sozusagen der anthropogenen Ursachen. Aber die Argumentation, die ist inkonsistent. Und wir haben ein paar Parteien, die zwar autoritär, rechtspopulistisch teilweise sind, aber eigentlich pro Umwelt und auch pro Klima- und Energiepolitik durchaus energiepolitisch argumentieren. Und das sind diese Parteien. Also unter den Klimaskeptikern, vor allen Dingen die großen rechtspopulistischen Parteien, in Österreich die FPÖ, die deutsche AfD, UKIP, sofern sie noch jetzt in Europa eine Rolle spielt, aber momentan ja eine ganz deutliche, und Schwedendemokraten zum Beispiel. Das sind auch wirklich die mit den meisten Stimmen im Europäischen Parlament. Dann, wie angesprochen, eine Gruppe die relativ divers ist, eben in Pisz in Polen oder
die Lega in Italien bis hin zu den Golden Dawn in Griechenland, was eine neofaschistische Partei ist. Also ein relativ breites Spektrum. Und ich zeige gleich mal, wie die im Europäischen Parlament abgestimmt haben. Und wir haben eben diese Gruppe der Affirmativen, der durchaus pro Umwelt, pro Energie- und Klimapolitik, nämlich in Ungarn, Lettland und in Finnland. Und die Argumente, die dort benutzt werden, das sind eigentlich vier Arten von Argumenten und auch Frames, die dort benutzt werden. Das eine ist, Klimapolitik schadet der Wirtschaft und gefährdet Arbeitsplätze. CO2-Reduktion schwächt lokale Wirtschaft, senkt Lebensstandard, ein AfD-Statement. Kann man aber quer eigentlich durch diese ganzen Parteien sagen, Klimapolitik oder ist generell mit seinen Instrumenten Gift für den Wirtschaftsstandort, bedroht Wachstum, Wirtschaftswachstum und gefährdet Arbeitsplätze. Das zweite Argument ist, gefährdet soziale Ungleichheit. Also das typische Argument, nämlich gar nicht so sehr jetzt fokussiert auf Klimawandel, sondern Klimapolitik als etwas, was Umverteilung ist von unten nach oben. Klimapolitik und klimapolitische Instrumente bedroht im Wesentlichen einkommensschwache Haushalte durch eine überproportionale Belastung bei Energiepreisen oder Ähnliches. Und natürlich ganz klar auch eine Fokussierung auf Klimapolitik als etwas sehr Elitäres. Da sind Verschwörungstheorien dahinter und die Zeche müssten fleißige Bürger bezahlen. Ein drittes Argument und ich glaube auch eins, was in dem politischen Diskurs momentan relativ stark eine Rolle spielt, ist, dass Klimapolitik, also im Instrumente im Wesentlichen Ausbau von Photovoltaik und Windkraft, Kulturlandschaften zerstört durch Zersiedelung der Landschaft, also Verspargelung von Landschaft, was so ein altes, natürlich historisches Argument ist, auch aus der deutschen Romantik kommt, sehr stark Klimaschutz, Naturschutz und Heimatschutz so in einen Kanon zu stellen und was gerade von rechten Parteien sehr häufig gemacht wird, Schutz von nationaler Heimat mit sozusagen der ideologischen Cloud zu versehen. Windkraft ist nicht wirtschaftlich, die Anlagen verschandeln die Landschaft und sie töten Fluginsekten und so weiter. Und grüner Nationalismus von daher, das ist eine heikle Sache, ist manchmal weniger grün als doch braun eingefärbt. Rassemblement National und Marie Le Pen hat kürzlich ein interessantes Statement abgegeben, als sie über Klimapolitik gesprochen hat und gesagt, wer seine Heimat verwurzelt ist, ist ein Ökologe und die nomadischen Völker, die kümmern sich nicht um die Umwelt, die haben gar keine Heimat. Also wiederum sehr stark ideologisch geprägt, wie man versucht, Heimatschutz, Klimaschutz auf der einen Seite so zu verbinden, dass er im Wesentlichen gesellschaftspolitisch exkludierend ist. Und das vierte Argument, was bringt eigentlich Klimaschutz eigentlich national, weil den Anteil, den wir in Deutschland an Emissionen haben, ist verschwindend gering gegenüber Staaten wie China und Indien oder eben Vereinigten Staaten. Wir haben uns mal angeguckt in zwei Legislaturperioden, von 9 bis 14 und 2014 bis 19, wie das Abstimmungsverhalten rechtspopulistischer Parteien im Europäischen Parlament bei 22 wichtigen Energie- und Klimapaketen war. Und ich zeige nur ein paar Grafiken. Wen das interessiert, kann diese Studie runterladen auf Adelphi-Website. Wir haben uns angeguckt in der Legislatur 2014 bis 18, 13 wichtige Klimavorschläge. Das ist das Abstimmungsverhalten aller im Europäischen Parlament vertretenen Parteien aus dem rechten Spektrum. Und hier sieht man ganz eindeutig, dass die rechten Parteien zum überwiegenden Teil mehr als 50% und vor allen Dingen die mit dem großen Stimmenanteil, also sitzen im Europäischen Parlament, doch recht konsequent eigentlich gegen alle Energie- und Klimapakete gestimmt haben. Und das gleiche Bild haben wir auch zwischen 2014 und 2019. Das Abstimmungsverhalten rechtspopulistischer Parteien ist auf jeden Fall jeweils gegen Klima- und Energiepakete. Was wir uns dann auch angeguckt haben, also das ist nochmal, haben wir uns die Fraktionen angeguckt, also bei den parlamentarischen Gruppen, ENF, systematisch eigentlich gegen Klimapakete. Was wir uns dann angeguckt haben, weil wir überlegt haben, haben die rechtspopulistischen Parteien einen klaren Anti-Klima- und Energie-
Position versus möglicherweise aber eine stärkere Affinität für Naturschutz und für Biodiversität. Und darum haben wir uns einige Gesetzespakete mal angeguckt, die diskutiert worden sind, eben zu Umweltthemen, die nicht klimapolitisch relevant waren. Und dann sieht man, auch da haben wir zwar natürlich einige Parteien, die streng dagegen stimmen, aber wir haben natürlich auch Parteien wie die FPÖ zum Beispiel, die bei Naturschutz- und Biodiversitätsgesetzgebung systematisch pro-europäisch ist und für einen strikten und effizienten Biodiversitäts- und Naturschutz in Europa eintritt. Und wir haben uns dann noch mal angeguckt, wie eigentlich abgestimmt wird generell bei Nicht-Klima- und Nicht-Umwelt multilateralen Entscheidungen, also die sich mit sicherheitspolitischen Fragen befassen, mit den Außenbeziehungen der EU. Und auch hier eigentlich ein eindeutiges Bild, dass rechtspopulistische Parteien generell, das leiten wir daraus ab, eben gegen multilaterale Lösungen sind. Warum ist das eigentlich wichtig für Klimapolitik? Und ich glaube, das ist das eigentlich Entscheidende, warum ich oder wir Klimapolitik eigentlich uns sehr genau angucken müssen, ob es eine klimapolitische Argumentation von Rechtspopulisten ist oder nicht etwas ganz anderes dahinter steckt, nämlich ein ganz bestimmtes Bild von Gesellschaft und auch politischem Handeln, weil sie natürlich Fakten und Wissenschaft als elitär und nicht vorhanden darstellen, aber wiederum wissenschafts- und faktenbasierte Politikgestaltung unter Unsicherheitsbedingungen natürlich gerade für Klimapolitik wahnsinnig wichtig ist, damit auch umzugehen. Zweitens, erfordert gesellschaftlichen Diskurs zu Transformationspfaden. Das heißt, wir brauchen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das heißt, wir brauchen Kontroverse, wir brauchen Streit, der demokratisch auch ausgetragen wird, aber eben faktenbasiert ist. Wir brauchen langfristige Lösungen und eben auch staatliche Eingriffe. Also gegen Staat zu sein und gegen staatliche Regulierung ist schwierig. Damit kann man Klimapolitik nicht erreichen. Wir müssen präventiv tätig werden, vorausschauend. Und wir brauchen natürlich Lösungen, die unter Beteiligung von Zivilgesellschaft entwickelt werden. Also Positionen der Fidesz, die ja oftmals dann als nicht so rechts, aber doch antidemokratisch eben gesehen wird, weil sie Pressefreiheit beschränkt, weil sie zivilgesellschaftlichen Institutionen das Arbeiten erschwert, weil Zugang zur Gerichtsbarkeit eingeschränkt wird. Das sind eben Methoden bzw. das sind Grundlagen, die wir brauchen für eine effektive Klimapolitik, und die fußt sehr stark auf Multilateralismus, Rechtsstaatlichkeit und der freien Presse. Vier Anmerkungen noch dazu, warum ich eigentlich das für einigermaßen problematisch halte, nämlich Klimaleugner diskreditieren wissensbasierte Politik als etwas Elitäres. Ich würde sagen, die haben ja recht. Klimawissenschaft, würde ich sagen, ist extrem elitär, weil sie natürlich schwer zu verstehen ist. Fridays for Future sagt es ganz leicht, muss man halt eben richtig übersetzen. Aber ich glaube, da gibt es einen Ansatzpunkt, sich zu überlegen, ob sozusagen die Strategie, wie man mit rechten Parteien umgeht, was das eigentlich für die klimapolitische Kommunikation auch bedeutet. Das Zweite ist, Demokratiefeinde haben nun mal in Europa Konjunktur, weltweit auch Konjunktur. Und das ist nicht nur ein Reaktionsmuster der Diskreditierung von Wissenschaft oder der Diskreditierung, zum Teil auch Verfolgung von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, sondern eben auch eine Verbreitung ganz bestimmter gesellschaftlicher Vorstellungen und Politikmuster. Von daher geht es hier oftmals gar nicht um Klimapolitik, sondern es geht um eine ganz bestimmte Vorstellung von Gesellschaft, die jetzt projiziert wird auf Klimapolitik, so wie zuvor projiziert wird auf Europapolitik oder auch Fragen von Integration. Der dritte Punkt, und den würde ich nicht unterschätzen, ist die Frage, welche gefährlichen Liebschaften sich möglicherweise durch Koalitionen, offensichtliche oder verdeckte, auch im Europäischen Parlament ergeben. Ist so. Wenn man sich mal anguckt, eine interessante Studie, die kurz nach unserer Studie rausgekommen ist, vom Climate Action Network, die haben, ich will nicht auf die Methode eingehen, mal untersucht, wie könnte sich idealiter eine Partei im Europäischen Parlament zu energie- und klimapolitischen Fragen verhalten. Das ist nicht nur die Zustimmung, sondern das ist ja auch, wenn nicht ambitionierte klimapolitische Entscheidungen diskutiert werden, auch die Ablehnung solcher. Und die haben das mal durchdekliniert, die Grünen, nicht ganz zu verwundern, ganz oben natürlich. Was aber interessant ist, sind die beiden da unten. Nämlich Europa der Nationen und Freiheit als rechter Block in 15% der Fälle sozusagen im Scoring unterscheidet sich überhaupt nicht von der Europäischen Volkspartei.
Und das ist interessant, die Greenpeace hat eine Untersuchung gemacht, die ist, glaube ich, nicht veröffentlicht worden, aber sozusagen die Informationen sind verfügbar, die sich das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament insofern angeschaut haben, bei den einzelnen Klima- und Energiepaketen, welche Änderungsanträge eingebracht worden sind. Viele der Änderungsanträge, die klimapolitische Maßnahmen ohnehin abgeschwächt haben im Europäischen Parlament, die sind von ENF eingebracht worden, sind aber teilweise in ähnlicher Form auch von der Europäischen Volkspartei eingebracht worden. Und es gibt aber auch andere Parteien, die mussten überhaupt nicht mehr handeln, weil sozusagen ENF dafür gesorgt hat, dass die klimapolitischen, energiepolitischen Standards schon abgesenkt werden. Und das ist natürlich auch eine Frage jetzt, gerade für die EVP gilt, aber auch für Sozialisten gilt, auch für die Liberalen im Europäischen Parlament, können die sich das leisten, in ihrem Abstimmungsverhalten eigentlich immer genauso wie rechte Parteien zu stimmen? Europäische Klimapolitik, würde ich dennoch sagen, entscheidet sich nicht an den extremen Rändern, weder ganz links noch ganz rechts, sondern eigentlich genau da, wo wir sind, in der demokratischen Mitte. Was wir auch sagen, eine Kernaussage, ist, dass gerade weil die Rechten Klimapolitik, und zwar gar nicht mehr so sehr die Frage der Klimafakten und findet der Klimawandel statt, Klimapolitik natürlich sehr viel mehr zum politischen Thema machen, über das gestritten wird. Das war interessant. Wir hatten damals, als wir im Februar die Studie veröffentlichten, gedacht, wir kriegen eine Menge Shitstorm von rechts. Gab es gar nicht. Erstens war die Studie auf Englisch. Also muss man ganz klar, das hat mit dazu geführt, glaube ich, dass die AfD uns weitestgehend und rechte Trolle in Ruhe gelassen haben. Oswald Metzger, vielleicht bei Grünen noch so ein bisschen aus einer Historie bekannt, der so ein bisschen so den Wandel, nicht da muss ich sagen, zum rechten Rand hingemacht hat, schrieb auf Tichys Einblick zu unserer Studie, man könne zwar nicht Rechtspopulisten alle über einen Kamm scheren, sagte aber, wir Rechtspopulisten oder wir erzkonservative Parteien in Europa können den Klimawandel nicht leugnen und wir müssen unbedingt auch klimapolitisch aktiv werden. Er hat den ganzen Stress dann nachher und den Bullshit dann von seinen rechten Kollegen abgekriegt. Was ich allerdings schwierig finde und ich glaube, und damit ende ich auch, was ich schwierig finde in der politischen Diskussion und auch eine Chance, meine ich, ein Ansatzpunkt, wie wir in dem Umgang auch mit Rechten beziehungsweise mit Demokratiefeinden generell in der Klimapolitik umgehen, ist, glaube ich, insofern eine Argumentationslinie zu ändern, nämlich eine Tonnenideologie zu übersetzen in etwas, wo diejenigen, die meinen, sie seien durch Klimapolitik negativ betroffen und in irgendeiner Weise sozial marginalisiert oder abgehängt, sich selbst vorstellen können. Und wenn wir sagen, wir wollen netto null bis 2030, 35, 2050, wann auch immer erreichen, frage ich mich, wie sieht eigentlich eine netto null Gesellschaft aus oder eine dematerialisierte, die Nachhaltigkeitsagenda, die globale heißt, im Wesentlichen Reduktion des Ressourcendurchsatzes eigentlich auf 20% runter. Wie sieht dann das Leben einer Journalistin aus? Wie sieht das Leben eines Taxifahrers aus? Also diejenigen, die natürlich auch leicht zu motivieren sind, gegen genau diese Frames, die ich eingangs dargestellt habe, zu sagen, Klimaschutz bedeutet eigentlich immer Verbotsethik, Verzichtsethik, aber auch eine massive Einschränkung eigentlich meiner Lebensqualität. Und das fehlt gewaltig in der gegenwärtigen Diskussion. Bezieht sich einmal darauf, bezieht sich natürlich auf diesen apokalyptischen Diskurs, I want you to panic. Ich denke, das hat Greta Thunberg wirklich geschafft. Und das ist meine Interpretation auch des Klimapakets, so ernüchternd das auch war. Unter Bedingungen der Panik und Apokalypse kann man nicht unbedingt die allerbesten Entscheidungen treffen. Die Welt sieht natürlich so aus, aber für mich die entscheidende Frage, 2040, 2050 in einer dekarbonisierten und dematerialisierten Welt, müssen wir Antworten darauf finden, wie wir uns bewegen. Bewegen wir uns überhaupt noch von A nach B? Muss ich zu meinem Dienstort fahren oder nicht? Wie tue ich das? Bedeutet Elon Musks Planung in Brandenburg, E-Automobilität jetzt zu erzeugen, dass wir doch noch weiter Automobilität individuell haben werden oder nicht? Wie passt das eigentlich zusammen? Natürlich auch die Frage, wie wohnen wir? Auf welchem Raum? Auf wie viel Quadratmetern? Wieder auf 23? Wie pro Kopf? Wie nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja, das muss man auch mal sagen und mal erzählen, ob diese Welt gut aussieht. Und ich finde, sie kann
kann gut aussehen. Warum soll nicht aus dem Wald, das ist von Stefano Boeri, ein Hochhaus, warum soll nicht der Wald daraus wachsen? Und ich glaube, in diesen Bildern muss man viel stärker argumentieren, was essen wir? Das Stück Fleisch und was macht der Kerl hier? Frag ich mich immer, was macht eigentlich ein Metzger, so ein richtiger Fleischer im Jahre 2050? Man könnte jetzt sagen, den gibt es nicht mehr. Aber ein Fleischer, und ich würde das gerne mal der Fleischerinnung erzählen, könnte ja möglicherweise in einer digitalisierten Welt in irgendeinem Labor in vitro, also künstlich hergestelltes Fleisch aus Stammzellen, da brauchen wir nicht mehr 1,5 Milliarden Rinder, sondern nur noch 60, wie Wissenschaftler sagen, per App können Sie farblich abgestimmt ein Steak auch mit gewissen Geschmacksnuancen dort bestellen und es wird geliefert. Ist das eine Zukunft? Ich weiß es nicht, aber zumindest, ich glaube, diese Bilder, vielleicht nicht unbedingt das, brauchen wir auf jeden Fall, um einen anderen Akzent zu setzen und in der Klimapolitik davon wegzukommen, dass das, was wir klimapolitisch machen, als Antwort auf eine globale Klimakrise eigentlich immer was ist, wo man sagt, das will ich nicht, sondern eigentlich Bilder erzeugen, wo man sagt, das ist der letzte geile Scheiß, ich will unbedingt dabei sein. Danke. Herr Karius, herzlichen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt Lust haben, gleich in die Diskussion zu gehen. Das sparen wir uns aber noch ein bisschen auf und können nachher Ihre Thesen während der Podiumsdiskussion vertiefen. Ich darf jetzt Herrn Professor Stefan Rahmstorf noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Herr Rahmstorf ist Klimaforscher. Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbeit sind Ozeanographie und Paläoklimatologie. Er gehört unter anderem zu den Autoren des vierten Sachstandsberichtes des Weltklimarates, wird von Clarivate Analytics zu den meistzitierten Forschern seines Fachgebietes gezählt. Er ist unter anderem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen, der die Bundesregierung berät und gilt als einer der weltweit führenden Ozeanographen, der sich mit der globalen Erwärmung und ihren Folgen beschäftigt. Und Herr Rahmstorf wird sprechen über I don't believe in global warming. Herr Rahmstorf, bitte. Ja, herzlichen Dank. Wir können alle mal üben. Ozeanographie. Und nein, ich wollte Sie aber an einer anderen Stelle, muss ich Sie korrigieren, ich bin nicht mehr Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, schon seit Jahren nicht mehr, aber ich habe es 8 Jahre lang tatsächlich gemacht, da die Regierung zu beraten. Können wir vielleicht ja in der Diskussion auch noch drauf kommen. Ich möchte jetzt einfach mal, hätte ich fast gesagt, some random slides zeigen. Ich habe massig Folien, die ich über Klimaskepsis und so weiter zeigen könnte. Okay, Fernbedienung. Können Sie mal versuchen, mit der Vorwärtstaste das Bild weiterzuschalten oder hat sich mein Rechner aufgehängt? Okay, dann wird es jetzt wieder gehen, denke ich. Genau. Jetzt habe ich es wieder im Griff. Okay, ich fange mal mit einem kleinen Cartoon an, was übrigens aus diesem sehr schönen Buch Der Tollhaus-Effekt ist, was von dem Washington Post-Cartoonisten Tom Towles zusammen mit meinem Klimaforscherkollegen Mike Mann geschrieben bzw. gezeichnet worden ist. Gibt es auch auf Deutsch, wie Sie hier sehen. Und das ist eine sehr humorige Art, sich mit Klimaskeptiker-Thesen auseinanderzusetzen, was eigentlich auf eine Art die einzige Art ist, damit umzugehen, weil es zum Teil wirklich so gaga ist, was man da vorgesetzt bekommt. Ist aber auch ein durchaus sehr ernsthafter, lesenswerter Text von Mike Mann dazu. Diese Idee hier von Trump, wir schreiben die Gesetze der Physik alle um, das ist auch gar nicht so abwegig, weil es gibt wirklich Klimaleugner, die ganz elementare Gesetze der Physik bestreiten. Ich habe beim Berliner Kreis der CDU solche getroffen vor 14 Tagen, als ich dort eingeladen war. Die haben solcher tatsächlich Redner eingeladen, die behauptet haben, es gibt gar keinen Treibhauseffekt, also auch keinen natürlichen, geschweige denn einen vom Menschen verursachten, weil es kann gar keine langwellige Rückstrahlung aus der Atmosphäre zum Boden hin geben.
ist natürlich ein, ist zwar ein Professor, der das behauptet hat, aber mit null Fachpublikationen zum Klima. Diese langwellige Rückstrahlung aus der Atmosphäre ist einfach eine Messtatsache. Es gibt ein globales Strahlungsmessnetzwerk der Weltmeteorologischen Organisation, die ständig diese Strahlung misst und auch die Zunahme dieser Strahlung, genauso wie man es eben physikalisch erwartet, durch den Anstieg der CO2-Konzentration ist exakt so gemessen. Also es gibt tatsächlich viele dieser Klimaskeptiker, die elementare physikalische Gesetze und einfach Messtatsachen bestreiten. Das ist eine Sache, das verstehe ich bis heute nicht, wie das möglich ist. Aber diese Menschen beharren auch darauf, wenn man mit ihnen diskutiert. Also es, okay, aber ich finde, Herr Karius hat was sehr Wichtiges gesagt. Die Politik wird in der Mitte entschieden und nicht an den extremen Rändern. Und von daher betreibe zwar zwei Blogs und argumentiere, setze mich mit diesen Leugnerargumenten auseinander, aber ich habe überhaupt nicht das Ziel, diese Hardcore-Fringe irgendwie zu überzeugen. Ich habe auch schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts bringt, sondern es ist eben wichtig, den für Argumente offenen Menschen zu erklären, warum die Argumente, die zum Teil ja durchaus plausibel klingen, falsch sind, die von dieser Klimaskeptiker-Seite vorgebracht werden. Und eines dieser Argumente ist, dass man die globale Erwärmung auf die Sonne schiebt. Und das ist auch keineswegs neu. Das begleitet mich ich bin da jetzt schon seit 25 Jahren letztlich in der Klimaforschung und in dieser Diskussion drin. Hier ist ein schönes Beispiel aus dem Spiegel von 2001. Die Launen der Sonne, das ist ein Artikel, da wurde versucht, die globale Erwärmung auf Veränderung der Sonnenaktivität zu schieben. Und da wurde ein Experte in Anführungszeichen von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zitiert. Vor es Eike gab, war die BGR tatsächlich einmal eben Anfang der 2000er so die Hauptquelle von Klimaskeptiker-Thesen in Deutschland. Und der Spiegel präsentierte dann diese Kurve, die eine hohe Korrelation zwischen Sonnenfleckenaktivität und der globalen Temperatur zeigen sollte. Nur war die Kurve halt falsch, war in der Fachliteratur schon zurückgezogen worden, Jahre vorher. Jeder Klimatologe hätte das sofort dem Spiegel sagen können, dass es keine korrekte Darstellung ist, sondern die Sonnenaktivität hat abgenommen seit Mitte des Jahrhunderts und auch die Leuchtkraft der Sonne ist deutlich schwächer inzwischen. Also die Sonne hat auf jeden Fall keine Erwärmung erklärt. Damals, muss ich ehrlich sagen, haben wir zumindest die allermeisten meiner Kollegen das auch nicht besonders ernst genommen. Man hat dann das im Spiegel gelesen und in der Kaffeepause darüber gelacht, ja, was die für einen Blödsinn schreiben. Ich habe es schon ernst genommen und dann auch mal Stellung bezogen und in der Zeit einen Artikel veröffentlicht, wo ich das erklärt habe, warum diese Kurve einfach falsch ist. Und das war so der Beginn meiner Blogging-Aktivität. Das ist aber nach wie vor ein gängiges Argument. Also Sie kennen vielleicht Herrn Fahrenholz Buch »Die kalte Sonne«, was übrigens natürlich darauf beruht, dass die Sonnenaktivität eben tatsächlich abgenommen hat. Deswegen sagen diese Autoren hier, Fahrenholt und Lüning, beide ehemals von RWE, also das sind auch keine zufälligen Zusammenhänge natürlich, eine Abkühlung voraus. Das ist das Schöne an diesem Buch, es macht eine echte Prognose, die ist hier in Blau gezeigt auf dieser Grafik, nämlich dass wegen der schwachen Sonnenaktivität unmittelbar wir vor einer Abkühlung stehen. Das ist die Klimaprognose, die am schnellsten durch die Messdaten falsifiziert worden ist innerhalb weniger Jahre, die ich kenne. Jetzt noch etwas Allgemeines zu den Charakteristika von Wissenschaftsverleugnung. Da gibt es auch Fachliteratur, die sich damit auseinandersetzt. Und es gibt eben so bestimmte Prinzipien, an denen man das erkennen kann. Der erste Punkt ist Rosinenpickerei, also sorry, dass hier ein paar Folien auf Englisch sind, das ist, damit die AfD mir keinen Shitstorm zukommen lässt, falls sie dem Livestream zuschaut.
Also Rosinenpickerei ist, da gibt's, könnte ich viele super klassische Beispiele zeigen, wo sich Menschen wie Björn Lomborg oder so aus einer langen Messdatenreihe irgendwie ein kleines Stückchen rauspicken und sagen, ja, der Meeresspiegel fällt doch. Ist doch viel besser, als die Klimaforscher sagen. Uralter Trick. Fake-Experten, ja, wie eben dieser Professor, der beim Berliner Kreis der CDU eingeladen war, würde ich sagen, ist ein Fake-Experte, hat eben noch nie irgendwas zur Klimaforschung publiziert in der Fachliteratur, aber hat halt einen Professorentitel und behauptet, er sei Klimatologe. Die sehen wir im Fernsehen natürlich auch häufig, diese Fake-Experten. Dann Falschdarstellung von dem, was in Studien eigentlich drinsteht und unlogische Schlüsse, logical fallacies, gibt es eine gute deutsche Übersetzung dafür, also auf Latein ein non sequitur, zum Beispiel, wenn die Leute behaupten, das Klima hat sich ja schon immer geändert, also kann der Mensch nicht an der gegenwärtigen globalen Erwärmung schuld sein. Das ist so ähnlich wie wenn Sie eine Leiche mit einem Messer im Rücken finden und dann sagen, ja, Menschen sterben schon immer von Natur aus, also ist der nicht ermordet worden. Das ist genauso logisch, unlogisch. Aber das hört man ständig wieder, dieses Argument. Unmögliche Erwartungen, was Wissenschaft eigentlich machen kann. Also ich lese natürlich immer von den Klimaskeptikern, wo ist der experimentelle Beweis, dass der CO2-Anstieg in der Atmosphäre tatsächlich die globale Erwärmung verursacht, und dann kann man noch so gut sagen, ja, das ist im Labor, ist das alles gezeigt und wir messen diese zusätzliche Strahlung aus der Atmosphäre zur Erde, das ist alles eine Messtatsache. Aber ja, die fordern quasi einen unmöglichen Beweis, den es gar nicht geben kann. Es gibt ohnehin Beweise ja nur in der Mathematik. Und letztlich ist das einzige richtige Experiment, was wir mit der Erde machen können, ist eben das, was wir gerade durchführen. Und da folgt die Erwärmung seit Jahrzehnten dem, was schon seit den 70er Jahren so vorhergesagt worden ist. Also von daher, aber das ist halt für diese Leute kein Beweis, dass es wirklich am CO2 liegt. Naja, also unmögliche Forderungen, was Wissenschaft liefern kann, sind ganz häufig. Und dann natürlich die Verschwörungstheorien. Die beliebteste ist natürlich, wir Klimaforscher machen das alles des Geldes wegen. Ja, das finde ich auch eine interessante Theorie, dass irgendwie zehntausende Klimaforscher, die es ja weltweit ungefähr gibt, dass sie alle korrupt sein sollen, bis auf ein ganz paar wenige Unerschrockene, die dann normalerweise auch noch für RWE oder so dergleichen arbeiten. Das ist natürlich wahrscheinlich eine der extrem unwahrscheinlichsten Verschwörungstheorien, die man sich ausdenken kann, zieht aber anscheinend bei manchen. Es gibt diesen Konsens, da gibt es verschiedene Studien in der Fachliteratur. Ich brauche das, glaube ich, nicht weiter vertiefen. Man kann sich jetzt streiten, ist der 97 oder 98,5 oder 99%. Diesen Konsens gibt es natürlich in der direkten Erfahrung von jedem Klimaforscher, der auf große Kongresse geht. Da tauchen nämlich gar nicht solche anderen Wissenschaftler auf, die jetzt das Gegenteil behaupten, weil die richten sich ja an ein Laienpublikum normalerweise und haben gar kein Interesse an einer Fachdiskussion auf irgendwelchen Konferenzen. Wobei es das vor 15 Jahren oder so, als ich noch junger Postdoc war und so, da gab es das ab und zu, dass auf Fachkongressen, Tagung der Europäischen Geophysikalischen Union oder so, dann einzelne solche Klimaskeptiker auch aufgetreten sind und ihre Sachen da vorgestellt haben, habe ich aber seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Das Problem ist, die Öffentlichkeit weiß nicht, dass es diesen Konsens gibt. Da gibt es viele Umfragen. Das hier ist eine, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt leider die Quelle hier nicht zitiert, ich glaube aus USA, wo die Leute gefragt werden, was glauben Sie, wie viel Prozent der Klimaforscher glauben an die globale Erwärmung durch den Menschen? Und die meisten glauben dann immer sowas wie 50-50. Also das ist diese Zwei-Lager-Theorie, dass die Menschen glauben, die Klimaforschung ist ungefähr so halbe-halbe gespalten bei dem Thema, ob es eine anthropogene Erwärmung gibt. Das ist eine komplette Fehlwahrnehmung dessen, was in der Klimaforschung eben wirklich gedacht wird, die aber eben daran liegt, dass in den Medien ständig diese Debatte zirkuliert. Und
Da gibt es ja natürlich auch sozialwissenschaftliche Studien darüber, dieser Bias in den Medien, der Zwang zur Balance, der Ausgewogenheit zwischen Fakten und alternativen Fakten gewissermaßen, der führt natürlich zu dieser falschen Wahrnehmung, dass das Thema in der Forschung total umstritten sei. Deswegen diskutiere ich zum Beispiel auch nicht in irgendwelchen Talkshows oder öffentlichen Podien mit solchen Klimaleugnern, denn das macht, glaube ich, auch praktisch keiner in der deutschen Forschungscommunity, weil das Ergebnis davon ist immer beim Publikum, kommt an, die Experten streiten sich, es gibt da zwei Lager in der Klimaforschung und so weiter. Das ist eine absolute No-Win-Situation, sich auf solche Debatten einzulassen, sondern was ich eben richtig finde, ist dann in einem Blogartikel oder so die Fakten zu erklären, damit der, der es sucht, der es wissen will, die Gegenargumente für diese Falschbehauptungen findet. Und ich habe selbst erlebt in der New York Times noch vor wenigen Jahren, toller Artikel über Meeresspiegel, der Journalist hat monatelang recherchiert und dann hat er mir den sogar noch mal vorher geschickt und gezeigt, dass ich auch alles richtig zitiert bin und so einverstanden bin. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso zitierst du da diesen Menschen, der noch nie irgendwas zum Meeresspiegel publiziert hat in der Fachliteratur, der da behauptet, seit der letzten Eiszeit würde der Meeresspiegel ansteigen und das sei gar nicht durch die moderne Erwärmung. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß, dass das kompletter Schwachsinn ist, aber meine Chefredaktion fordert von mir, dass ich zur Balance auch eine Gegenstimme da zu Wort kommen lasse. Und das ist genau diese Balance as Bias, die dann zu einer vollkommen falschen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit führt. Hier ist ein schöner Cartoon dazu, da kann ich mal einen Schluck Wasser trinken, während Sie das lesen. Wenn Sie Englisch können und es groß genug ist, um es lesen zu können. Also das ist eben zum Thema Fake Expert und Balance as Bias. Nur, dass der Fake-Experte natürlich normalerweise nicht so vorgestellt wird als Roger, der auf seiner Couch sitzt und irgendwas spekuliert, sondern der wird so vorgestellt, als sei er tatsächlich ein Experte, weil er irgendeinen Titel hat oder dergleichen. Ja, es gibt verschiedene Versionen von diesen Erde ist eine Scheibe, Flat-Earth-Bildern. Das ist ganz stark in den USA verbreitet, wo es ja diese Debatte gibt, wie unterrichten wir Klimawandel in den Schulen. Und da gab es ja eine starke Bewegung, Teach the Controversy. Es gab sogar irgendwelche Bundesstaaten, die das in ihre Schulgesetze reingeschrieben haben. Man muss in der Schule bei der globalen Erwärmung die Kontroverse den Kindern beibringen, statt die wissenschaftlichen Fakten. Italien hat ja nun gerade das Gegenteil beschlossen, dass in den Schulen eben Klimawandel als Unterrichtsfach verankert ist. Das halte ich auch für sinnvoll. Warum gibt es all das? Da gibt es einen schönen Titel von Graham Redfern, den ich auch gut kenne, der in Australien sehr gute Artikel schreibt, auch über die Klimaskeptiker-Szene. Und ich finde diese Überschrift, die sagt eigentlich alles. Doubt over climate science is a product with an industry behind it. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Herr Karius hat natürlich über die Rechtspopulisten gesprochen, aber primär und zuallererst waren es natürlich einfach Interessengruppen, bestimmte Industriezweige, die diese Klimaskeptiker-Thesen in die Öffentlichkeit gebracht haben, zum Beispiel Exxon. Exxon steht ja jetzt gerade vor Gericht, der Prozess ist gerade gelaufen in New York, die Schlussplädoyers sind morgen vor einer Woche gehalten worden. Da hat übrigens der Anwalt von Exxon hat gesagt, dieser ganze Prozess sei ein cruel joke, also ein grausamer Scherz. Exxon ist dort wegen Täuschung der Öffentlichkeit, aber vor allem der Anleger, der Aktionäre, verklagt worden. Ich bin sehr gespannt, wie das Urteil ausfallen wird. Hier sehen Sie eine Prognose, die Exxon-Wissenschaftler gemacht haben 1982, wie die weitere CO2-Entwicklung und die globale Erwärmung sich entwickeln wird. Und die rote und die blaue Kurve hier, die sind die tatsächlichen Messdaten, was wirklich passiert ist. Also Exxon-Experten wussten ganz genau und haben es richtig vorhergesagt, was da passieren wird, haben aber der Öffentlichkeit eine komplett andere Story erzählt. Das ist auch dokumentiert in diesem schönen Aufsatz von der Harvard-Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes und ihrem Postdoc Jeffrey Supran.
Die haben die ganzen Kommunikationsintern und extern von Exxon von 1977 bis 2014 ausgewertet und haben diese Veröffentlichungen in Kategorien eingeteilt. Also interne sind die ersten Säulen, peer-reviewed, also das sind in der begutachteten Fachliteratur, nicht peer-reviewte Fachliteratur, und dann Advertorials, sind bezahlte Meinungskommentare, die Exxon wöchentlich in führenden Tageszeitungen wie New York Times zum Beispiel publiziert hat. Ich finde also dieses Konzept eines Advertorials schon ein komplettes Unding. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es in deutschen Medien sowas gegeben hat. Das können vielleicht Herr Karius sagen oder so. Also die haben wirklich wöchentlich Kommentarspalten in der New York Times gehabt, die aber bezahlt waren, was dann irgendwie ganz kleingedruckt noch dabei stand und von irgendwelchen Exxon-Leuten geschrieben worden sind. Die Roten, da ist eine kleine Legende da oben, sind die Artikel, die Zweifel an der anthropogenen Erwärmung oder auch Erwärmung überhaupt geweckt haben. Und Sie sehen, in den Advertorials für die breite Öffentlichkeit sind weit überwiegend Zweifel verbreitet worden, ob es die globale Erwärmung wirklich gibt, während in den ganzen internen und Fachpublikationen genau das Gegenteil der Fall war. Da kann man schon sagen, dass Exxon eben wieder besseres Wissen die Öffentlichkeit getäuscht hat. Und gut, ob man dem jetzt mit dem Aktienrecht beikommt, wie das in diesem New Yorker Prozess ist, das sei dahingestellt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es gibt aber noch viele weitere Prozesse in den USA gegen Energiefirmen. Es gibt viele Städte, die wollen die Kosten für Deiche gegen den Meeresspiegelanstieg von Exxon bezahlt haben und von anderen Firmen. Und so weiter. Also ich glaube, diese rechtliche Auseinandersetzung, die wird auch noch mal interessant. Bei uns tauchen jetzt übrigens gerade auch durch die AfD diese uralten Argumente, die in Exxon Advertorials standen, das ist ein Ausriss von so einem aus den 80er Jahren, die benutzt die AfD heute im Wahlkampf, zum Beispiel im letzten Bundestagswahlkampf. Das ist hier mein Blog, diese Überschrift, also wenn Sie sich mehr dafür interessieren, für Skeptiker, Argumente und Widerlegungen. Blog heißt Klimalounge. Und da habe ich das nochmal aufgezeigt. Also dieses schöne Tortendiagramm behauptet, dass nur 2% der CO2-Emissionen oder 3 vom Menschen verursacht werden, der Rest sei alles natürlich. Das sagt auch die AfD, das sagen auch andere Klimaskeptiker, aber es ist einfach falsch. Das können Sie dann auch in meinem Blog nachlesen, warum das falsch ist. Der CO2-Anstieg ist zu 100% vom Menschen verursacht. Das ist völlig unumstritten in der Wissenschaft. Ich habe gerade die AfD schon erwähnt. Ich habe mich auch in einigen Artikeln mit der AfD tatsächlich und ihren Thesen auseinandergesetzt. Das ist ganz schön. Die AfD hat bei einer der Fridays for Future-Demos ein Klimaquiz verteilt und hatte natürlich dann die Antworten vorgegeben. Die Antworten, die die AfD für richtig hielt, waren allerdings meistens komplett falsch. Und ich habe deswegen einen Artikel geschrieben, der Klimaquiz der AfD, die Auflösung. Und dann hat der Abgeordnete Hilse von der AfD hat tatsächlich darauf geantwortet, auf seiner Facebook-Seite. Und ich habe dann da entsprechend nochmal wieder drauf geantwortet. Und nur um nochmal ein Beispiel für ein häufiges Argument zu bringen. Herr Hilse hat dann diese Grafik produziert als Beweis dafür, dass die jetzige Erwärmung am Ende überhaupt nichts Ungewöhnliches sei, sondern es hier im Holozän in den letzten 10.000 Jahren immer wieder schon deutlich wärmer gewesen sei als jetzt auf der Nordhalbkugel, wie diese Grafik behauptet. Das stimmt einfach nicht, denn diese Grafik, die kenne ich schon lange, die zirkuliert schon ewig in Klimaskeptikerkreisen, stammt von dem ersten grönländischen Eisbohrkern aus den 60er Jahren, hat also mit der Temperatur der Nordhalbkugel nur sehr wenig zu tun, weil gerade in Grönland die Temperaturen häufig sehr stark sich anders entwickeln als im Mittel der Nordhalbkugel, weil Grönland sehr stark von den Veränderungen der Atlantikzirkulation betroffen ist. Aber wie dem auch sei, das ist
vor Beginn der globalen Erwärmung. Und wenn Sie die modernen Messwerte, wie sich Grönland seither erwärmt hat, hinten an die Kurve ranhängen, dann ist es auch in Grönland längst wärmer als jemals zuvor im gesamten Holozän, so wie das auch für die globale Mitteltemperatur gilt. Das einige Beispiele. Ich bin dann auch schon am Ende. Jetzt noch ein paar Tipps, wie, was können Sie jetzt alle tun? Wie gehen wir damit um? Also das Erste ist, man sollte sich informieren, weil man hat sicher bei Familienfeiern oder auf Partys im Bekanntenkreis auch immer wieder diese Debatten. Jedenfalls berichten mir das Leute, dass dann irgendwelche Bekannten irgendwelche Klimaskeptiker-Thesen gelesen oder gehört haben und damit dann ankommen. Und man sollte auch dazu meines Erachtens nicht schweigen. Man kann auch ruhig mal einen Leserbrief schreiben, wenn irgendeine Regionalzeitung wieder irgendeinen Klimaskeptiker zu Wort kommen lässt, der einfach Falschbehauptungen aufstellt. Man sollte dabei schon vorsichtig sein, weil es schadet eher, wenn man jetzt selber quasi auf der Seite der Wissenschaft steht, aber dann auch irgendwelche falschen Dinge sagt. Also man muss sich schon ganz gut informieren. Man sollte natürlich auch nicht beleidigend oder so sein, sondern sehr sachlich. Aber man sollte auch nicht allzu viel Angst haben, sich auch mal zu Wort zu melden, wenn Unsinn behauptet wird. Und ansonsten können Sie mir auch folgen, wenn Sie sich da auf dem Laufenden halten wollen. Und ich bin auch bei Scientists for Future dabei, die sich ja gegründet haben, um die Fridays for Future-Bewegung zu unterstützen und die klare Aussage gemacht hat, die Schüler haben recht, Fridays for Future. Und natürlich, das sind nicht nur Schüler, wir haben ja eine Studentin von Fridays for Future hier sitzen. Und dieses Unterstützungsschreiben wurde innerhalb von ein paar Wochen von 27.000 Wissenschaftlern unterzeichnet, nur aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das hat sogar mich sehr positiv überrascht. Ich finde, das ist sensationell. Und es gibt eben nicht nur einen relativen Konsens in der Wissenschaft, dass es eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung gibt, sondern es gibt einfach einen Konsens dazu. Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rahmstorf, für Ihren Input. Und jetzt darf ich die beiden Moderatorinnen nach vorne bitten. Es ist mir sehr ein großes Vergnügen, Sie beide vorzustellen. Miriam Rapior, sie ist Studienstipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie studiert BWL-Management im Masterstudium in Berlin. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand der BUND-Jugend, der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz. Und Caroline Schuster, seit Oktober Promotionsstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie forscht an der TU München über den Climate Change Discourse online und untersucht, wie sich Klimawandel, Skepsis und Unwahrheiten in sozialen Netzwerken verbreiten und welche politischen Konsequenzen dies hat. Sie ist Mitglied in dem Forschungscluster des Studienwerks der Heinrich-Böll-Stiftung zur sozialen und ökologischen Transformation, einem Forschungsverbund von Promotionsstipendiatin. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Ich darf noch darauf hinweisen, die beiden kannten sich vorher nicht. Wir wollten dem Ausdruck geben, dass wir ja hier eine Reihe oder eine Veranstaltung haben im Rahmen einer Reihe in Kooperation mit anderen Studienwerken. Umso mehr freue ich mich, dass Frau Rapior sich bereit erklärt hat, gemeinsam mit Frau Schuster die Moderation zu übernehmen. Und sie haben sich beide vorher kennengelernt und diese Podiumsdiskussion miteinander vorbereitet. Vielen Dank schon jetzt dafür und ich darf alle Podiumsgäste auch nach vorne bitten. Ja, vielen Dank, Ulla. Wir möchten natürlich auch von unserer Seite erstmal unsere Gäste begrüßen, Frau Neubauer, Professor Rahmstorf, Herr Karius. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute ein paar Fragen stellen dürfen und grüßen natürlich auch herzlich das Publikum. Bevor wir beginnen, möchten wir natürlich noch unseren dritten Gast, Frau Neubauer, kurz vorstellen.
Sie sind derzeit wahrscheinlich die bekannteste Klimaaktivistin Deutschlands, sind im Moment in diversen Talkshows für mehr Klimaschutz unterwegs, bei Fridays for Future ganz vorne mit dabei, organisierte unter anderem den allerersten Klimastreik von Fridays for Future in Berlin. Sie studieren Geografie in Göttingen, zeitweise auch in London, sind mittlerweile auch im Masterstudium angekommen. Und kürzlich haben sie ein Buch veröffentlicht, zusammen mit Politökonom Alexander Repening, zum Thema Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft. Und was jetzt gerade im Rahmen dieser Veranstaltung noch interessant ist, sie sind auch Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Genau, dann noch kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt erstmal gute 30 Minuten für drei Themenblöcke. Erstmal zur Klimawandelskepsis allgemein, dann ein bisschen genauer zur Wissenschaftsskepsis und zuletzt zur Klimapolitik. Danach haben wir noch weitere 30 Minuten. Da möchten wir die Diskussion für das Publikum öffnen. Das heißt, da freuen wir uns dann auf Ihre Fragen. Danke. Ja, Frau Neubauer, Sie sind in den letzten Monaten, haben Sie sich viel mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt, wie wir alle wissen. Sie sind unterwegs, nicht nur auf solchen Podien, sondern auch im Internet, auf den Social Media, Instagram, Twitter und so weiter. Wo begegnen Ihnen KlimawandelskeptikerInnen und wie gehen Sie damit um? Hi Esma, hi, danke für die Einladung. Es ist sehr schön hier zu sein, ich bin ganz melancholisch. Das letzte Mal, dass ich hier war, wurde ich gerade als Stipendiatin hier begrüßt. Das ist sehr schön hier zu sein wieder. Ehrlich gesagt, Klimawandelleugner muss man vielleicht nicht so unbedingt gendern, Klimaskeptiker, das tatsächlich begegnet mir überall und ich glaube, vor allem, was sich verändert hat oder was mir besonders auffällt, ist die Vielfältigkeit, in der sich Menschen, die ganz klar in Frage stellen, dass es den menschengemachten Klimawandel in der Art und Weise gibt, in ganz verschiedenen Formaten artikulieren. Das heißt, es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ja, ich glaube nicht an den Klimawandel, was macht ihr eigentlich, ihr blöden Gören? Das gibt es und das ist okay und das kann man in den Raum stellen, das finde ich jetzt gar nicht, also so in Deutschland ist es Gott sei Dank eine kleine Minderheit. Was es dann aber gibt und das ist der bedrohliche Part dabei, ist eine unfassbar große Gruppe und ich glaube mit einer Dunkelziffer, die noch weitaus größer ist als das, was wir uns vorstellen können, die zwar anerkennt, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und das auch preisgibt, aber dann aufhört, die Konsequenzen weiter zu verfolgen und an der Stelle, wo man tatsächlich überlegen müsste, welche Handlung oder Forderung sich davon ableiten lässt, einlenkt und sagt, naja, so wild ist es dann noch nicht. Und überhaupt und in Frage stellt, dass die Klimakrise in der Art und Weise so menschheitsbedrohlich ist, wie sie das nun mal der Wissenschaft entsprechend ist. Aber geben Sie uns doch mal ein Beispiel. Also, ich konnte es noch nicht ganz raushören. Begegnen Sie nun KlimawandelskeptikerInnen oder nicht? Also ja, genau. Wie gesagt, die sind überall. Das fängt an mit so, Klimakrise ist wichtig, aber Wirtschaft ist wichtiger, was in meinen Augen schon so ein bisschen so ein Missverständnis darstellt von, was verhandeln wir hier eigentlich, das eine geht nicht ohne das andere, bis hin zu, die ganze Klimabewegung ist von Soros finanziert. Ich glaube, so das Absurdeste war der Sohn von Jair Bolsonaro, der getweetet hat, dass ich hinter Greta stehe und wir beide von Soros finanziert werden. Woraufhin das brasilianische Fernsehen bei mir anrief und meinte, die Geschichte trendet hier im brasilianischen Fernsehen, was sagen Sie dazu? Und dann meinte, wie ist es denn? Sind Sie denn von Soros finanziert und was ist denn diese Klimakrise in Ihren Augen? Und es war, das haben die als irgendwie journalistisch wichtig erachtet, aber auch, weil es offensichtlich ankam bei den Menschen. Und daraufhin haben innerhalb von 24 Stunden 13 verschiedene Nachrichtenagenturen bei mir angerufen aus 13 verschiedenen Ländern, um diese Geschichte zu prüfen. Nicht nur, um nachzuvollziehen, wie mein Verhältnis zu Soros ist, sondern auch, ob ich wirklich überzeugt bin, dass es die Klimakrise gibt. All das ist ja aber auch erst möglich, wenn man tatsächlich Gründe hat, in Frage zu stellen, was wir überhaupt machen, warum wir das machen. Also auch da ein fluides Erwachen von Menschen, die auf ganz, ganz, ganz diverse Art und Weise in Frage stellen, wofür wir hier eigentlich auf die Straße gehen, wofür wir einstehen und wo genau diese wissenschaftliche Grundlage ist. Und dann gibt es noch, ich glaube, wie bei jeder Veranstaltung, diese eine Person,
ehrlich gesagt, dieser eine Mann, der am Ende aufsteht und so eine Grafik dabei hat und sagt, hier, ich habe es doch immer schon gesagt, auch das gibt es. Das finde ich weitaus weniger bedrohlich als zum Beispiel die CDU-Politiker, die sagen, sie glauben nicht dran. Es gibt da Umfragen vom Kanzleramt, 30% der CDU-Funktionäre anscheinend glauben an den Klimawandel, der Rest stellt das in Frage. Also ja, das sind die Zahlen, die es gibt. Und ich glaube, das ist, wo wir von Dunkelziffern sprechen, die weitaus größer sind. Und die begegnen mir, aber eben auch allen anderen, die sind in Medien vertreten, die werden anerkannt, die werden gehört und die werden auch für ihre Einstellung ernst genommen. Jetzt hat Frau Neubauer gerade ein Beispiel rausgegriffen, eben diesen Tweet angesprochen. Sie haben ja, Herr Karius, für uns gerade schon analysiert, dass rechte Parteien diese Rhetorik häufig anwenden und damit auch erfolgreich sind. Bei welchen Wählergruppen, bei wem zieht das denn? Ja, bei wem zieht es offensichtlich? Bei ihrer eigenen Anhängerschaft. Also ich würde aber mal eine andere These wagen gleich. Erstens, die bedienen ja ein ganz bestimmtes Publikum und ich würde mal sagen, relativ egal, ob zu Fragen von Offenheit von Gesellschaft, Pluralismus in den Medien, Klimapolitik, Flüchtlingspolitik, egal welches Thema sie bespielen, das bespielen sie ja in so einer ganz bestimmten Art und Weise. Und ich glaube, also weil sie ja angesprochen haben, welche Rolle spielen denn eigentlich Fakten und welche Rolle spielt Wissenschaft? Ich würde mal eine Gegenthese wagen, das ist eigentlich völlig uninteressant. Und zwar aus folgendem Grund. Wir diskutieren die ganze Zeit, Sie hatten es auch nochmal gezeigt, ob das jetzt 97 oder 98,5% der Klimawissenschaftler sind, die nun wirklich eine sagen, der Klimawandel, der existiert, den können wir beschreiben, der ist durch den Menschen verursacht. Sagen Sie mal, ein einziges Politikfeld, wo die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Politik derart weit konsensual sind. Mir fällt nichts ein, weder in der Gesundheitspolitik noch irgendein anderes Politikfeld. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, spielt das denn überhaupt eigentlich eine Rolle in einer politischen Rezeption? Und da würde ich sagen, nee, spielt es ja eben auch nicht. Also ich meine, ich habe schon auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen haufenweise Gutachten geschrieben, die sind in einer Schublade gelandet, nicht weil die Fakten jetzt irgendwie nicht ganz richtig sind, sondern weil man es politisch einfach nicht wollte. Und zwar querbeet. Das fing mit Jürgen Trittin damals an, als wir ein Gutachten mal geschrieben haben über die negativen Auswirkungen der erneuerbaren Energien, was das denn eigentlich für globale Landwirtschaft bedeutet. Das passte dem BMU damals einfach, darf ich ja heute sagen, nicht in den Kram, also wurde sowas nicht veröffentlicht. Ich kann damit umgehen, war ein Auftragsgutachten und wir waren nicht bereit, das umzuschreiben, selbstverständlich. Also da muss man jetzt mal aufpassen, wir konzentrieren uns dauernd nur auf diese paar Leute, die sagen, der wissenschaftliche Konsens, den es geben mag, den bezweifeln wir und suggerieren aber damit, wenn der denn anders wäre, keine Ahnung, wo er denn wäre, bei 100%, dann würden wir eine andere Entscheidung treffen. Und das tun wir ja nicht, weil nicht mal die überzeugten Demokraten und demokratischen Parteien, Stichwort Klimapaket, ja offensichtlich sagen, ja klar, wissen wir in Anerkennung eigentlich eines wissenschaftlichen Konsenses und wohl wissen, dass wir handeln müssen, nicht handeln. Und jetzt fragt man sich, wo ist denn das Problem? Am rechten Rand, dass ich irgendwelchen Leuten erzählen muss, Leute, erzähl mir bitte nichts von, also ich muss sagen, ich werde nicht sehr geduldig, wenn ich mit denen rede und sage, was soll der Quatsch, mit jemandem zu diskutieren, der behauptet, die Erde sei eine Scheibe. Übrigens nicht nur Männer. Kann man Beatrix von Storch oder Alice Weidel zitieren, mehrheitlich vielleicht schon, aber nicht so ganz. Also da würde ich jetzt auch gendern. Aber ansonsten ist der Umgang mit Wissenschaft, glaube ich, muss man nochmal differenzieren, der ist bei demokratischen Parteien jetzt auch nicht sonderlich ausgeprägt. Herr Rahmsdorf, Sie haben in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten Erfahrung sammeln können mit dem Umgang, mit den Gesprächen, in der Rhetorik mit KlimawandelskeptikerInnen. Jetzt sind da ja häufig auch Verschwörungstheorien, werden dann angewandt. Wie gehen Sie denn ganz grundsätzlich damit um? Sie haben verschiedene Theorien präsentiert, Umgangsweisen. Zum einen ignorieren, zum anderen ins Gespräch gehen und versuchen zu überzeugen. Gibt es da die richtige Theorie und meinen Sie, dass Ihr Blog, dass das die Strategie ist, um noch mehr Menschen von dem Klimawandel, von der Existenz des Klimawandels zu überzeugen? Ja. Ich kann auch eine klein wenig längere Antwort geben. Ich glaube, es lohnt sich, auf die Argumente, die von diesen Klimaskeptikern vorgebracht werden, irgendwo zu antworten. Und zwar gerade so, dass sie im Netz auch zugänglich sind.
Das bringt eben nichts, um diese Leute zu überzeugen. Das hat sich einfach in 25 Jahren Erfahrung bei mir völlig erhärtet, dass man diese Skeptiker einfach nicht überzeugt, weil die sind einfach ideologisch festgelegt. Die interessieren sich auch gar nicht wirklich für Wissenschaft, denn die haben ja nicht wirklich Probleme mit der Wissenschaft, die wir machen, sondern mit der Klimapolitik. Das ist ja der eigentliche Antrieb. Oder sie haben generell weltanschaulich, ideologisch, wollen sie auf keinen Fall akzeptieren, dass wir an was schuld sein sollen oder dass die Grünen recht haben. Also die lehnen das einfach emotional total ab. Und da geht es gar nicht drum, um die Wissenschaft. Aber trotzdem ist es wichtig, dir ihre falschen wissenschaftlichen Argumente eben als falsch zu entlarven, weil sie ganz viele jetzt normale, offene Menschen verunsichern mit diesen Argumenten. Und die brauchen irgendwo auch für die Debatten mit dem Schwiegerpapa oder in den sozialen Medien dann die Argumente dafür. Und ich kenne auch Leute, die in irgendwelchen Behörden oder in der Firma in irgendwelchen Diskussionszirkeln sind, wo es darum geht, irgendwelche klimapolitischen Entscheidungen zu fällen. Und die sagen mir dann steht da einer auf und sagt, das ist doch alles gar nicht bewiesen mit dem CO2, nun mach mal halblang. Da habe ich neulich erst in der Zeitung dies und jenes gelesen. Und die brauchen dann Gegenargumente, weil mit solchen Skeptiker-Aussagen wird überall dann eben das, was eigentlich nötig ist, nämlich Klimaschutz, blockiert und verzögert. Herr Karius, Sie haben am Schluss von Ihrem Vortrag von der Netto-Null-Gesellschaft gesprochen. Und dass man da vielleicht ein neues Narrativ für die sozial-ökologische Transformation bräuchte. Ist das eine richtige Strategie, um noch mehr Menschen eben zu überzeugen? Naja, also Netto-Null klingt ziemlich sinnbefreit, würde ich sagen. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob ich mich mit Rechten jetzt unbedingt jetzt, also ich kann das gar nicht. Ich lese ja alles ab von Ihrem Blog, die ganzen Klimafakten immer. Das kann man natürlich machen. Aber eigentlich, ich würde wirklich sagen, darum geht es ja eigentlich nicht. Ich würde bei den Klimaskeptikern, wenn man jetzt dem Onkel oder der Tante oder sowas mal erzählen sollte, wo das eigentliche Problem liegt, dann würde ich eben sagen, ja, ich meine, die Auswirkungen des Klimawandels führen dazu, dass die Preise für die deutsche Kartoffel steigen. Das muss man sich mal vorstellen. Die deutsche Kartoffel, die wird teurer. Das deutsche Bier wird teurer. Also ich meine, man muss das mal auf, ist natürlich auch genauso sinnentleert gerade, aber man muss es mal wirklich auf eine andere Ebene heben. Und ich glaube, das Counter-Narrativ fehlt. Narrativ heißt übrigens nicht irgendwas erzählen, irgendwelche Märchen erzählen, sondern aufgrund, die müssen faktenbasiert sein, aber eine Wirklichkeit beschreiben, auch eine, in der man irgendeine Form von Ermächtigung hat, Selbstermächtigung hat und noch handlungsfähig ist. Und ich glaube, das finde ich momentan in der gesamten Klimadebatte schwierig und finde ich auch jetzt schwierig, sozusagen, wie sich Wissenschaft dort verhält, nämlich permanent in einer völligen Apokalypse ein Bild zu erzeugen, wo eigentlich politisch natürlich keiner mehr handlungsfähig ist. Und vor allen Dingen die politisch ja nicht handlungsfähig sind, die es gewohnt sind, ich rede jetzt nicht von denen, die einen Flughafen versuchen zu bauen, aber die mit den üblichen politischen Instrumenten, jetzt wie zum Beispiel im Klimapaket, ja eigentlich was geschaffen haben, was innovativ ist, nämlich einen Rahmen zu schaffen für eine Bepreisung von CO2, aber natürlich völlig ignoriert haben, was die Wissenschaft sagt, was natürlich eine angemessene Bepreisung eigentlich ist, wie wir einsteigen müssen und wie sie auch sozialverträglich letztlich gemacht werden kann. Ottmar Edenhofer hat das beschrieben, ich glaube, am Mercator-Institut und viele andere. Das kann man jetzt nicht über den Preis von Einstiegspreis vielleicht noch unterhalten. Aber wir können das eigentlich relativ gut beschreiben, eigentlich mit welchen Instrumenten wir etwas erreichen wollen. Nur dieses Was ist unklar. Also Netto-Null, dekarbonisierte, dematerialisierte Welt mit weniger Ressourcendurchsatz. Da muss irgendwas in die Diskussion eingebracht werden, die lebenswert ist. Und was ich wenig höre, ist eigentlich, dass diese Zukunft, egal wann die ist, in einer Generation, 2030 oder danach, ob die etwas hat, was erstrebenswert ist. Nämlich ein Mehr an Lebensqualität, ein Weniger an Lärm, eine andere Form von Mobilität, die sozial gerechter ist. Eine, die mit weniger Ressourcenverbrauch auskommt. Eine, die für mich aber auch individuell vorstellbar ist. Und ich glaube, was man ignoriert, und diese Angst ist, glaube ich, gerade von auch eben rechtspopulistischen Parteien sehr stark ja instrumentalisiert, wenn man sagt, klimapolitische Maßnahmen gefährden ja individuellen Wohlstand und
und das ist sozusagen ihrer eigenen Wählerschaft dann angeboten, zu sagen, wir die Pendler, das sind nicht die urbanen Hipster, die sind flexibel, mehrsprachig, total flexibel, können sich selbst in jeder denkbaren Umgebung vorstellen. Aber das sind dann die vermeintlich Abgehängten, die Pendler und so weiter und kleinstädtisches Milieu, was mehrheitlich das deutsche Milieu ist. Die leben ja nicht in Berlin, Hamburg und München, sondern eben in kleineren Städten oder sogar auf dem Land. Und das muss man beschreiben. Darum finde ich dieses Bild Metzger, Pendler, Krankenschwester, was auch immer, man kann das alle möglichen Berufsgruppen durchgehen. Ich finde, die müssen wir beschreiben. Und wenn wir das können, finde ich ein sehr starkes Argument, nutze ich auch in Debatten, auch mit wirklich Klimaskeptikern und einigen Kolleginnen und Kollegen vom rechten Rand, gehe ich immer auf diese Ebene und sage, beschreib du mir doch mal bitte mit deinem Weltbild eine Zukunft, die für irgendein, auch für euer eigenes Klientel erstrebenswert ist. Und da kommt verdammt wenig. Und ich glaube, da können wir viel besser, ich bin da sehr kreativ, ich denke mir dann dauernd irgendwelche Lebenszukünfte aus, die man beschreiben kann. Aber das muss Politik machen. Und das leistet, finde ich, im Spektrum der demokratischen Parteien noch viel zu wenig. Da gibt es so allererste politische Stiftungen, fangen damit an, Gutes Leben 2050, was die Ebert-Stiftung macht und so. Da sind jetzt so mehrere dran, aber politisch wird das gänzlich ignoriert. Ich weiß nicht, wie kontrovers dieses Podium konzipiert ist, aber ich würde einfach mal da widersprechen an der Stelle, weil ich glaube tatsächlich, eine wahnsinnig erfolgreiche Taktik, nicht der Klimawandelleugnung, aber ich würde sagen, so der Mitte der gemäßigten Skepsis ist zu sagen, oh ihr Apokalyptikerinnen. Und ich kann jetzt keinesfalls für die gesamte Klimabewegung sprechen oder für den gesamten Klimabewegungsdiskurs dahinter, aber was ich wahrnehme ist, an dem Punkt, wo ich und andere, ich habe das in meinem Buch recht ausführlich beschrieben, wo wir anfangen, mal zu skizzieren, wie eine Welt aussehen würde, wenn wir so weitermachen wie bis heute, wenn wir diese Pfade weiterdenken, wird uns vorgeworfen, wir seien doch alles Fanatiker und Apokalyptikerinnen und überhaupt diese Dystopen, die ewig Panik wollen. Das passiert an dem Punkt, wo wir anfangen, die wissenschaftlichen Prognosen zu übersetzen in Lebensrealitäten. Das heißt, es hat nichts mit Apokalypse zu tun, sondern mit einer berechtigten Überlegung, wie wird diese Welt aussehen, in der wir alt werden. Das heißt, wir reden von den Jahren 2050, da bin ich voraussichtlich noch nicht mal mehr irgendwie in der Nähe von der Rente, von 2060, 2070, Jahre, die wir erleben werden, die meisten von uns. Und wir überlegen, no offense, wir überlegen, wie diese Zeit aussehen wird. Und das ist keinesfalls, das hat nichts mit Apokalypse zu tun oder mit irgendwie so einem zwanghaften Pessimismus, aber mit einer Wissenschaftsakzeptanz, wo auf welchem Weg wir sind. Und ich glaube, und das finden dann Leute unangenehm und dann sagen sie, oh nein, ihr malt alles so negativ. Und ich denke, nee, wenn wir anfangen, wenn wir tatsächlich sagen, wir akzeptieren die Wissenschaft, dann müssen wir auch uns mit diesen Szenarien auseinandersetzen, die unter anderem der IPCC in die Welt setzt. Und müssen die auch mal für uns übersetzen, in was das eigentlich bedeutet, nur um überhaupt einen Gegenpol zu haben, von dem, was wir vermeiden wollen. Weil ich glaube, was gerade das Toxische an der Klimadebatte ist, dass wir so tun, als hätten wir irgendwie die Wahl zwischen wir lassen alles so, wie es ist, oder wir verändern es, wie die Ökos das wollen. Das ist aber nie die Wahl gewesen, die wir haben. Die Wahl ist, wir rauschen in diese Klimakatastrophe rein, die auf anderen Teilen der Welt schon viel krasser um sich schlägt, aber die auch hier in Deutschland eben besagte Kartoffeln in die Preisklassen des Unendlichen treiben wird und weitaus Schlimmeres anrichten wird. Oder aber wir probieren, diesem Desaster etwas entgegenzustellen, was nach einem Krisenmanagement anmutet. Das ist die Wahl, die wir eigentlich haben. Aber darüber reden wir nicht, weil sobald wir anfangen, über die tatsächlichen Szenarien zu sprechen, reden wir von Apokalypse-Debatte und die soll man ja jeden Preis vermeiden. Und ich denke, auch das ist der erste Schritt in Richtung Klimaskepsis. Nee, ich meine aber was anderes, weil ehrlich gesagt, also das mache ich ja berufsmäßig, Krisen zu beschreiben, permanent und dass Klimawandel zu Gewaltkonflikten führt, kann man auch nachweisen, sind wir die ganze Zeit dabei, das zu schreiben. Ich meine mit dem Apokalyptischen aber was anderes. Und ehrlich gesagt, das ist nicht Fridays for Future, das Problem sitzt hier. Das sind nämlich die Klimawissenschaftler. Ich finde die Klimawissenschaft, nee, wirklich, die Klimawissenschaft macht, na, ein bisschen kontrovers darf es wohl sein, aber ich finde, die Klimawissenschaft macht einen Kapitalfehler. John Sheldon Huber, früher auch am PIC oder hat es geleitet, der hat so viele Studien gemacht und immer diese 5 vor 12 Rhetorik benutzt, weil wir natürlich kippen
Punkte im Erdsystem haben und wir haben noch so und so viele Jahre. Jetzt haben wir nach Paris zwei Szenarien, 1,5 Grad und 2 Grad. Also wir haben noch 9 Jahre und 26 Jahre so ungefähr. Und das, meine ich, ist das Schwierige, was sozusagen den Panikmodus erzeugt, wo ich denke, I want you to panic. Da hat Greta Thunberg echt komplett recht, weil sie natürlich sagt, in 9 Jahren müssen wir komplett umsteuern, sonst schaffen wir netto null nicht, bis egal wann das jetzt kommt. Und da muss ich sagen, das ist nämlich der Panikmodus, in dem Politik versetzt wird, weil sie ja überhaupt nicht handlungsfähig ist. Die ist ja nicht mal handlungsfähig für, ihr habt noch 30 Jahre Zeit, dass die natürlich sofort handeln muss, aber mit den Instrumenten, die sie hat, schafft sie es nicht. Ganz kurz ein Beispiel nur, CO2-Bepreisung. Wir haben die ganze Zeit eine politische Debatte über den richtigen Preis von CO2 in der öffentlichen Debatte, eben in der politischen Debatte gehabt. Und es gab einige, viele Ökonomen, Edenhofer gehört dazu, Meyer Göpel und so weiter, und sagten, nee, eine richtige, auch sozialgerechte CO2-Bepreisung kriegen wir nur hin, wenn wir natürlich gleichzeitig die Subventionen für fossile Energieträger abschaffen. Und da gibt es ganz bestimmte Preismechanismen, die man hätte bearbeiten können. Dazu muss man jetzt aber erstmal neutral sagen, ich will was ganz anderes, aber ich beobachte, dass Politik dazu eben nicht in der Lage ist. Und das, meine ich, ist das Dramatische, dass in diesen Handlungskorridoren, die eben auch wissenschaftlich ausgebaut werden, zu sagen, irgendwann, weil wenn diese 9 Jahre nicht erreicht werden, dann kippt das Erdsystem, ist etwas, was ehrlich gesagt psychologisch relativ schwierig ist, wo Politik den Offenbarungseid dann leistet und sagt, ja okay, dann kann ich es nicht. Und da gibt es extrem viele Wählerinnen und Wähler, die dann sagen, okay, das ist zwar alles ein bisschen heiß gerade und Waldbrände und so und wir spüren das hier auch selbst, aber so schlimm wird es schon nicht kommen und Politik zeigt ja auch, wozu sie eigentlich noch in der Lage ist. Das meine ich ist, dass ich glaube an diese Krisenszenarien, die kann ich selbst beschreiben, bin ich 100% dabei. Aber ich finde, Wissenschaft ist da absolut nicht politisch. Klimawissenschaft, finde ich, ist an dem Punkt nicht politisch, weil wir eben, ich würde mal sagen, the political economy eben auch mal mit ins Kalkül ziehen müssen. Vielleicht kommen wir noch mal zurück zum... Also ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Die Klimawissenschaft hat einfach klar gesagt, zum Beispiel, ich war ja im WBGU damals mit Herrn Schellenhuber in einem Gutachten 2007 haben wir gesagt, bis 2020 muss der Gipfel der globalen Emissionen überschritten werden, wenn wir noch eine Chance haben wollen, unter 2 Grad zu bleiben. Diese Aussage ist völlig korrekt und die müssen wir machen. Die Bild hat damals getitelt, wir haben noch 13 Jahre, sonst wird die Menschheit untergehen unter entsetzlichen Qualen oder sowas. Also wirklich, haben die geschrieben. Das ist nicht unsere Schuld, sondern wir haben gesagt, um unter 2 Grad zu bleiben, müssen wir bis 2020 den Gipfel der Emissionen überschritten haben weltweit. Und das sagen wir heute auch noch. Nur sind es halt jetzt nicht mehr 13 Jahre, sondern nur noch ein Jahr bis dahin. Und mit den 9 Jahren, na, dann schaffen wir es nicht mehr, unter 2 Grad zu bleiben. Das können wir dann nicht mehr schaffen. Und das mit den 9 Jahren, das ist natürlich eine ganz andere Zahl, sondern da ging es ja in dem Fall jetzt darum, auf heutigem Emissionsniveau haben wir in 9 Jahren dann unser Budget ausgeschöpft. Das ist ja nochmal eine ganz andere Zahl. Aber ich glaube, es ist eben sehr, sehr wichtig, dass die Wissenschaft klar die Szenarien aufgezeigt hat, wenn wir das Pariser Abkommen umsetzen wollen, dann haben wir nur noch so und so viel Zeit und müssen so und so schnell auf Null-Emissionen kommen. Denn sonst würde die Politik das alles viel, viel zu langsam machen. Also man muss das denen immer wieder erklären, wie schnell es gehen muss. Wir machen mal weiter. Machen wir weiter mit dem zweiten Block. Genau, denn wir würden gerne auch nochmal wieder zurück zum Thema Klimaleugnung, Klimaskepsis. Das ist ja keine Veranstaltung nur zu Klimapolitik. Da würde ich gerne tatsächlich nochmal auf die Rhetorik von Fridays for Future und Extinction Rebellion, weil wir gerade schon bei dem Thema waren, nochmal dazu eine Frage stellen. Für die Politik ist das die eine Sache, aber für den normalen Bürger, glauben Sie, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Die-Ins von Extinction Rebellion verweisen, dass das wirklich alle mitnimmt oder schreckt das vielleicht auch ab? Boah, natürlich kann man das so und so auffassen. Ich glaube, egal, was Extinction Rebellion machen würde, würden das Menschen kategorisch blöd finden und kategorisch toll finden. Das spricht vielleicht ein Stück weit auch für eine mittlerweile recht polarisierte Debatte. Ich glaube, was
Extinction Rebellion, ich bin da keine bedingungslose Unterstützerin und sehe auch ganz, ganz viele kritische Aspekte an der Bewegung. Aber was Extinction Rebellion macht, ist, sie übersetzen die theoretische Panik, die man berechtigterweise haben könnte, angesichts der Katastrophe, angesichts des winzig kleinen Zeitfensters, was wir haben, übersetzen sie in etwas, was man sehen und anfassen kann, was wir im Kontext der Klimakrise nicht direkt können. Hier in Deutschland zumindest muss man sehr sensibilisiert sein, um zu denken, ah ja, stimmt, das ist gar nicht normal. Was sie machen, ist, sie übersetzen das in performativen Protest. Und zumindest regt es eine Debatte an und berührt einige Menschen und trifft auch, ich glaube, einen Zeitgeist. Was ich ganz, ganz viel erlebe, ist, dass Menschen mittlerweile zu mir kommen und sagen, ich finde das toll, was ihr macht, Fridays for Future, aber ehrlich gesagt, ihr seid mir nicht radikal genug. Was ihr macht, ist auch ein Stück weit Pille-Palle. Weil ihr macht Happy-Family-Proteste und es ist super und bei euch hat man immer tolle Stimmung, aber eigentlich haben wir dafür keine Zeit mehr, weil wir haben überhaupt keine 9 Jahre mehr. Wir haben genau noch 1 Jahr, um laut der 1,5-Szenarien dazu zu kommen, dass wir 1,5 einhalten können. Also in diesen 202 IPCC-Szenarien gibt es kein einziges, was nicht damit rechnet, dass sich 2020 die Graphen anfangen zu erholen. Das ist, was nächstes Jahr die Aufgabe für uns sein wird. Das muss jetzt vorbereitet werden, dafür so haben wir die Möglichkeitsfenster. Und dann sagt Extinction Rebellion zu uns, Leute, was geht eigentlich bei euch? Wie lange wollt ihr noch jede Woche das Gleiche machen? Und so tun, als hätten wir weitere 30 Jahre Zeit zu verplempern. Das heißt, ich sehe total, wo die herkommen. Dass wir aber an einem Punkt sind, wo Menschen das nicht nachvollziehen können, dass sie ausgerechnet morgens im Stau stehen, weil Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt eine Badewanne ketten. So, das kann man nachvollziehen ein Stück weit. Im Globalen denke ich, brauche es viel, viel mehr an mutigen Bewegungen, die sich in aller Öffentlichkeit mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich finde auch, wir bräuchten mehr Agilität in der Klimabewegung. Ganz selbstkritisch denke ich, wir sagen die ganze Zeit, Leute, bringt euch ein, macht doch bitte mit und macht doch was, werdet aktiv und dann machen die was und sagen wir, nee, sorry, so nicht. Das ist genau, was man früher über die Jugend gesagt hat, die sich doch politisch engagieren sollte. Und dann standen wir auf der Straße und da meinten sie, so nicht. Also ich glaube, auch da müssten wir toleranter werden. Was ich aber erlebe, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, es scheint mir tatsächlich, dass wir an einem Punkt sind, wo wir immer krasser in Frage stellen, was noch legitim an Protest ist und daran auch festmachen, wie drastisch die Klimakrise eigentlich ist. Also als würde man das aufwiegen, die Drastik der Klimakrise mit der Drastik des Protestes, und ist die Krise sehr drastisch, dürfen wir drastisch demonstrieren. Aber weil wir die Klimakrise für gar nicht so dringend halten, dürfen wir auch nicht so dringlich in der Aktionsform sein. Das heißt, am Anfang hat man gesagt, es ist gut, dass ihr auf die Straße geht und wir finden das ja auch schön, aber doch bitte nicht während der Schulzeit. Wir machen doch schon. So, und im Laufe des Jahres ist die Klimapolitik immer weiter in so eine Art Stagnationsmodus verfallen. Das heißt, immer weiter sind wir von den Zielen abgerückt, wo wir hin müssten. Das heißt, immer schwieriger wird es für Deutschland, die Klimaziele einzuhalten. Die nächsten haben wir jetzt verpasst, die nächsten werden wir vermutlich auch verpassen und so weiter und so fort. Das heißt, die Ausgangslage ist im Laufe allein dieses Jahres immer drastischer geworden. Was wir aber erleben, ist, dass diese Proteste gleichermaßen in fast dem gleichen Tempo, wie wir politische Ratlosigkeit verfolgen konnten, wurden die Proteste immer weiter kritisiert und auseinandergenommen, obwohl sie sich in der Aktionsform gar nicht so sehr verändert haben. Das heißt, wo es am Anfang noch ein Problem gab mit den Schulschwänzern, gab es dann irgendwann ein Problem mit den Leuten, die keine Ideen hatten, die keine Konzepte hatten. Dann waren wir zu radikal und jetzt sind wir neuerdings demokratiefeindlich. All das ein Hilfeschrei danach, wie können wir diese Menschen delegitimieren, die doch irgendwas fordern und wir machen doch schon und sie hören trotzdem nicht auf. Und auch das zeugt in meinen Augen aus einer tiefen Ungläubigkeit darüber, dass wir tatsächlich in dieser drastischen Krise sind, von der alle reden, die wir aber nicht spüren. Das ist counterintuitiv, das macht keinen Sinn. Wie soll jetzt 1,5 oder 2 Grad so Unterschied machen? Sollen die doch mal alle ein bisschen chillen und nicht so viel Panik verbreiten? Auch da glaube ich eine tiefe Skepsis gegenüber der Klimakrise, die sich übersetzt in eine Skepsis gegenüber der Klimabewegung und ganz klar auch Fridays for Future und Extinction Rebellion. Dankeschön. Wir gehen jetzt noch ein bisschen genau auf Wissenschaftsskepsis ein. Herr Karius, grundsätzlich zur Wissenschaftsskepsis. Haben Sie eine Einschätzung, warum die gerade im Hinblick auf den Klimawandel diese Popularität gewonnen hat? Und sehen Sie möglicherweise Gemeinsamkeiten auch zu anderen emotional kontestierten Wissenschaften? Haben Sie da eine Einschätzung?
Vielleicht hat er eine bessere Einschätzung. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Spontane Antwort? Naja, ich glaube, wie gesagt, dass die Wissenschaftsskepsis eigentlich eher vorgeschoben ist. Die Leute sind gegen die politischen Folgerungen daraus, die sie direkt betreffen. Und sie suchen eine plausible Möglichkeit, das Problem wegzuleugnen. Das ist einfach ein psychologischer Verdrängungsmechanismus. Naja, ich meine, ich würde ja gar nicht unbedingt jetzt so aus einer Wissenschaftsposition heraus argumentieren, weil, gebe ich vollkommen recht, so ist es. Dann würde ich eben sagen, es gibt eben ein ganz bestimmtes ideologisches Muster, was man auf alles legen kann. Und dazu dient natürlich eine sozusagen das Diskreditieren von Wissenschaft oder auch von Wissenschaftlern als elitär, Soros finanziert und so weiter. Das ist easy, das kann man so machen, aber das entbehrt ja eigentlich jeder Wissenschaft die Grundlage. Und ich meine, das finde ich ja auch so ein bisschen absurd, dann zu sagen, also dass irgendein Professor, der halt irgendwo seine vielleicht auch akademische Meriten hat, dann losgelassen wird und soll klimapolitisch für irgendjemanden argumentieren. Das ist Quatsch. Also ich finde, da kann man nicht drauf eingehen. Aber was ich selbst nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, was wollen denn eigentlich Rechtspopulisten dann, wenn sie sich diese Klimathematik jetzt vornehmen? Und das tun sie ja. Also die AfD hat ein vermeintlich klimapolitisches Programm. Die Rassemblement National hat das jetzt versucht, in so einen Heimatkontext zu stellen. Da ist ja irgendwie klar, dass man das dass eine gewisse Strategie dahinter steht. Und was ich aber nicht verstehe, ist, weil jetzt das eine, wenn man Höcke und Co. zuhört, dann ist es ganz klar, die wollen eine Gesellschaft haben, die es mal gab. Ja, also das ist so eine 50er, 60er Jahre Gesellschaft, die ist ja aber nicht zukunftsfähig und die ist ja bedauerlicherweise auch nicht mal für ihr eigenes Klientel in irgendeiner Weise zukunftsfähig. Und darum habe ich das noch nicht so ganz verstanden, worauf die überhaupt hinaus wollen. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn man sie fragt, können sie es auch nicht erklären. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, um Radikalität, vielleicht nochmal um eine Anmerkung zu machen zu Extinction Rebellion oder das, was wir auch brauchen, dann finde ich, ich glaube, was wir brauchen, mir ist das egal, ob das jetzt jemand aus welchem politischen Spektrum auch immer formuliert, wie sieht denn, wenn wir in diese Kipppunktwelt kommen, wir kommen ja da rein, wir werden ja nicht in einen anderen Modus von Produktion und Konsum haben, jetzt ab nächsten Jahr, ab 01.01.2020, wie sieht denn diese Radikalität dann eigentlich aus in dem, was wir tun? Also eine Radikalität in der Produktion oder eine Radikalität in der Mobilität. Und ich würde mal ein Beispiel geben, wie sowas eigentlich aussehen kann. Und zwar glaube ich, wenn nur um mal zu beschreiben, was eigentlich geht und was nicht geht. Bauökologisch sind wir so weit, kann man mit Bauökologen reden oder auch die Leute, die baukonstruktiv wahnsinnig innovativ sind, können wir aus recycelten Baumaterialien, gibt es genügend Gebäude, die weltweit gebaut worden sind, eigentlich wie Sobeck das in Stuttgart gemacht hat, zu 100% komplett recycelte und Null-Emissionshäuser bauen. In der Schweiz, nicht hier. Weil natürlich einige, weil wir das gar nicht können in diesem System. Und ich glaube, jetzt muss man mal gucken, ein System, was eigentlich überhaupt nicht für so eine Netto-Null-transformative, sozial-ökologische Transformation eigentlich geschaffen worden ist, wie kann man trotzdem eigentlich diese Radikalität sich jetzt vorstellen und da gesellschaftlich, sagen wir mal, nicht nur Utopien, sondern auch Zukünfte entwickeln, auf die man sich einlassen kann. Und ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass der Umgang mit Wissenschaft, wenn wir dauernd mit denen diskutieren, über diese Restprozent von 1 oder 2% irgendeine wissenschaftliche Meinung zu vertreten, genau aus dem Grund, weil die 97% ja auch nicht dazu führen, dass in einem demokratischen Spektrum wir umsteuern, so wie wir es umsteuern müssen, halte ich einfach diese Diskussion für überflüssig. Oder zumindest, man kann sie führen, wenn man sie will, aber sie hat politisch und gesellschaftlich einfach keine Auswirkungen. Die einzigen, die davon profitieren, sind die Rechten, weil sie es dauernd zum Thema machen und wir darauf einsteigen. Übrigens auch die Medien, weil Kollege Hilse aus diesen Balance-Gründen jedes Mal, wenn irgendein Beitrag als unsere Studie vorgestellt wurde bei Monitor. Klar, das letzte Wort hat Hilse, weil man auch natürlich nochmal die AfD zu Wort kommen lassen will. Es bringt aber nichts. So, wir haben munter diskutiert. Wir diskutieren schon über eine halbe Stunde, fällt mir gerade auf. Jetzt geben wir den Ball ins Publikum. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir machen das so, wir sammeln immer 2 bis 3 Fragen. Haltet euch bitte kurz und sagt, ob die Frage an jemand Bestimmtes ist oder
in die Runde. Genau, ich sehe schon ein Mikro im Saal. Wir haben zwei. Genau, einmal der graue Pulli mit Mütze. Danach blaues Hemd. Okay. Und als drittes die Dame in Bunt. Okay. Guten Tag, ich bin Helix vom Wissenschaftlichen Beirat im Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Meine Frage richtet sich an Herrn Karius. Und zwar wurde noch nicht die Rolle von den Umweltverbänden angesprochen. Und in der Vergangenheit haben ja viele Verbände Attacken aus regressiven wirtschaftsliberalen Lagern als auch von neurechten Gruppen erfahren. Also ich erinnere an das DUH-Urteil, Attack oder der Verlust der Gemeinnützigkeit durch von Campact. Und jetzt interessiert mich, inwieweit Sie in Ihrer Studie von Adelphi dieses Phänomen beobachtet und beschrieben haben und ob es vielleicht auch ähnliche Tendenzen auf einem internationalen Level gibt. Und ich möchte nochmal auf diese Absurdität hinweisen. EIKE ist ja ein Klimaleugnungsinstitut, hauseigen von der AfD und ist gemeinnützig. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Felix Heimann vom Klimapolitik-Thinktank E3G hier in Berlin und ehemaliger Stipendiat auch der Böll-Stiftung. Mich interessiert die Frage, wir haben ja viel gerade über die Wissenschaft als quasi Objekt der Diskussion gesprochen. Die Wissenschaft hat ja auch konkrete Inhalte, die auch allem, was hier diskutiert wird, zugrunde liegen. Und wenn wir uns anschauen, was passiert mit Klimawandelfolgen, die ja immer wichtiger werden, immer sichtbarer werden und, glaube ich, auch immer mehr politische Diskurse formen, was glauben Sie denn, offene Frage an alle Menschen auf dem Panel, wie verändert sich denn auf der rechten Seite der Umgang mit dem Thema Klima und Klimapolitik, wenn wir jetzt immer mehr Hitzesommer sehen, wenn wir jetzt immer mehr diese Folgen sehen? Kann man das Thema dann noch leugnen? Müssen Sie dann Antworten finden? Und wenn ja, ist das eine Chance für gute Klimapolitik oder eine Gefahr? Danke. Ja, mein Name ist Susan Pullem, ich komme von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und ich habe mich während der Podiumsdiskussion gefragt, ob nicht noch ein Aspekt nicht angesprochen ist, weil Sie in meiner Wahrnehmung sehr viel über Einstellungen und Überzeugungen gesprochen haben und mir fehlt der Aspekt des Handelns und ich glaube, dass ich bin auf der Suche nach Ideen, wie kann ich den Menschen auf der Straße zu neuem Handeln bewegen. Und ich glaube, dass Einstellungsänderung die eine Sache ist, die auch wichtig ist, aber so, ich glaube, das genügt nicht. Also das reicht nicht. Also selbst wenn wir schon die Einstellungsänderung nicht hinkriegen, weil es eben Menschen gibt, die es schaffen, Fakten zu ignorieren, was ja auch leicht ist, ne? Denn wir haben ja Angst vor Veränderungen und ich glaube, das ist auch so der große Vorteil der AfD, weil die immer sagen, ne, macht so wie wir und alles bleibt wie es ist und das finden wir gut, weil wir es kennen. Aber wie kann ich denn Handeln aktivieren, wenn es eben eigentlich ja nicht mehr so geht? So, vielen Dank. Ihr habt die Möglichkeit zu antworten. Drei Fragen waren es, die Umweltverbände. Zweite Frage, Zukunftsperspektive, Klimaleugnung. Und die dritte Frage, haben wir gerade gehört, das Mikrofon ist Ihres. Na, vielleicht fange ich mal an. Zu der ersten Frage wird Herr Karius, war ja angesprochen, aber ich will sagen, EIKE ist kein Institut. Das ist ein Rentnergrüppchen mit einer Website. Bitte nennen Sie es nicht Institut. Bei der zweiten Frage, ich glaube, Herr Karius hat ja die Frage auch aufgeworfen, warum sind eigentlich Rechtspopulisten Klimaleugner? Klimaschutz ist Heimatschutz. Ja, wollen die nicht unsere Wälder und unsere Küsten schützen? Sehen die nicht die Gefährdung unserer Heimat? Ich vermute mal, die glauben damit Wählerstimmen zu bekommen. Also ich glaube, das Thema Klima interessiert sie nicht primär, aber die AfD hat das aufgegriffen, weil sie merkt, draußen auf dem Lande, da gibt es viele, die sind gegen Windkraft und so und die kann man dann vielleicht damit als Wähler abholen. Diese Taktik betreibt ja die FDP auch teilweise. Die Frage ist eben, ist das eine Winning Strategy auf Dauer, wenn die Klimafolgen einfach so offensichtlich werden? Und ich habe eine Umfrage gesehen, dass ja auch nicht mal die Hälfte der AfD-Wähler wirklich am anthropogenen Klimawandel zweifeln. Also ich bin tatsächlich nicht sicher, ob das für die Rechtspopulisten nicht eine Losing Strategy ist. Die dritte Frage habe ich vergessen, aber die Frage nach dem Handeln. Achso, nach dem Handeln. Ja, ich bin ja Wissenschaftler und nicht fürs Handeln zuständig. Aber ich möchte eine Sache dazu wirklich sagen. Ich bin nicht einer, der glaubt, wir müssen jetzt
alle Individuen überzeugen, ihr müsst jetzt irgendwie euer Verhalten ändern und weniger fliegen oder so. Wenn wir Glück haben, machen das vielleicht 10-15% oder so. Aber ich glaube, es ist überwiegend Regierungshandeln, was dabei nötig ist. Und ich habe gerade zufällig gestern Abend einen Flug kompensiert, weil ich bei einer paläozeanologischen Konferenz in Sydney war im August und habe mal über More Futures, soll jetzt keine Werbung sein, aber kompensiert für einen Preis von 40 Euro die Tonne. Und meine Tochter war auch noch dabei, die ist dann in die Schule gegangen für ein paar Wochen in Sydney, weil sie da Freunde hat. Wir haben 1.600 Euro bezahlt zur Kompensation bei 40 Euro die Tonne. Wenn der CO2-Preis bei 180 Euro die Tonne liegt, das verändert, ich glaube, dann gibt es einen dramatischen Einbruch des Flugverkehrs zum Beispiel. Aber wenn Sie die Leute freiwillig bitten, ja, fliegt doch nicht, das bringt meines Erachtens keine wirkliche Handlungsänderung. Sie hatten ja vorhin gesagt, so als erstens Ihnen folgen, okay, aber vor allen Dingen informieren und to speak up. Ich würde sagen, also wenn es um das Ermächtigen geht, würde ich nochmal jeden wirklich animieren, mitzumachen, mal an diesen Zukunftsbildern zu arbeiten. Weil also Politik, wenn wir mal über das Individuelle hinausgehen, hat die Aufgabe, Mehrheiten hinter sich zu scharen und zu gewinnen, zu überzeugen für ganz bestimmte Dinge. Das kann man so abstrakt machen, sieht man dann immer im Wahlkampf, Solidarität, Gerechtigkeit und so weiter. Und das muss aber natürlich hinterlegt werden. Welche Art von solidarischer Gesellschaft will ich denn eigentlich haben? Und die muss ich dann auch beschreiben können. Und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und viele, die unglaublich aktiv sind in der Klimabewegung, im Bereich Menschenrechte und so weiter, ich glaube, die müssten deutlich, könnten noch mehr dazu beitragen, an diesen Bildern auch zu arbeiten. Das Zweite, sozusagen, läuft sich das leer? Na, da hätte ich so meine Zweifel. Also ich glaube, dass das rechte Milieu ist extrem professionell. Das muss man ganz klar sagen. Also das spüren wir ja auch sozusagen professionell in der Kommunikation. Nicht inhaltlich professionell, aber sie haben sehr, sehr hohen Organisationsgrad, auch einen zunehmenden Organisationsgrad. Und dem muss man schon was entgegensetzen. Und ich glaube, was man, ich möchte mich nicht wiederholen, sozusagen, was für eine Aufgabe Politik und Gesellschaft hat, aber ich würde schon mal die These wagen, also dass mit Klimapolitik, und zwar gerade je effektivere Klimapolitik wir betreiben wollen, wenn wir das nicht tun und lassen uns permanent auf die Diskussion ein, aber alles, was wir tun, würde ja dann auch wiederum sozialpolitisch wirksam werden, und zwar negativ, was rechte Parteien aufgreifen können, da müssen wir uns auch mal zum Teil ehrlich machen, und das machen wir nicht, und das hat auch wiederum die Diskussion um CO2-Bepreisung hin zum Klimapaket ergeben, dass dort tatsächlich auch zum Teil suggeriert wurde, das würde ganz bestimmte Einkommensgruppen eben nicht treffen. Ich habe nicht so ganz die Frage verstanden mit der Frage sozusagen, wie Umweltverbände sozusagen davon betroffen sind. Ich kann die Frage beantworten, nein, haben wir nicht gemacht. Das war eine super schlanke Studie. Eigentlich hatten wir nur wirklich vorgehabt, wir gucken uns mal das Abstimmungsverhalten an und gucken in die Parteiprogramme und die Aussagen und dokumentieren das. Also von daher, wir hatten auch immer wieder gesagt, wir schreiben nur auf, was ihr sagt und wie ihr abgestimmt habt. Eike-Institut hat sich natürlich gemeldet. Monitor hatte mal im Vorabdruck bekommen von der Studie darüber berichtet. Eike hatte uns dann, Limburg hatte uns geschrieben und gesagt, angeboten, fand ich unglaublich freundlich von ihm, dass er doch die Studie gerne vorher hätte, weil er gerne beitragen möchte, dass grobe Schnitzer, die Monitor berichtet hat, dass wir die doch bitte rausholen aus der Studie. Wir haben dann gesagt, das machen wir schon selbst. Wir schreiben auch nur auf, was andere gesagt haben. Das ist eigentlich wissenschaftlich ganz banal. Er hat dann den gesamten Schriftwechsel meiner Kollegin mit Eike, weil wir gesagt haben, wir stellen das gerne bei Ihnen vor, trommeln Sie Ihre Opas zusammen und dann gehen wir dann zu Ihnen, ich komme auch vorbei. Sie haben den ganzen Schriftverkehr mit uns ins Internet gestellt, auch nochmal kommentiert, gemeldet haben sich nicht und ich bin heute noch beleidigt, dass die mich nicht eingeladen haben. Gerne, bevor wir die Frage ins Publikum geben. Ich wollte noch zwei Aspekte zu deiner Frage, Felix. Ich glaube, die Taktik darauf zu hoffen, dass Menschen sensibler werden der Klimakrise gegenüber, wenn hier Katastrophen einbrechen, ist, glaube ich, eine wenig zukunftsträchtige, weil das Wetter, wie wir nun mal wissen,
da noch mal einen eigenen Sinn hat. Und ich frage mich schon, was bei dem nächsten großartigen Schneefall in diesem Land passiert, wo die ganzen Menschen stehen werden und sagen, oh, wir haben es doch gewusst, es gibt doch noch Schnee und so. Also das passiert, ich glaube, so, das ist in meinen Augen viel weniger vielversprechend als das, was da ist, was wir erleben, aufzugreifen und Menschen anhand dieser realen Ereignisse zu sensibilisieren. Ich habe im vergangenen Sommer mit einem Bauern gesprochen in Nordhessen, der seinen Hof schließen musste durch diesen Hitzesommer, und der hat berichtet aus seinem Alltag, wie das ist, dass die umliegenden kleinen Familienhöfe auch alle dann zugemacht haben und eingesackt wurden von den Agrounternehmen. Und ich habe das nur aufgeschrieben und wurde selten auf irgendwas, was ich publiziert habe, so oft angesprochen wie auf diese Erzählung von diesem Menschen. Der hat sich nicht als Klimawandelopfer verstanden. Der dachte einfach, das wäre ein blöder Sommer und fand das komisch, dass dieser Sommer wie der Sommer davor und der Sommer davor und der Winter davor und der Winter davor irgendwie nicht mehr so ganz war wie früher. Und das war aber für viele Menschen in meinen Augen das, was zum Beispiel gefehlt hat in der Debatte, dass man das mal übersetzt. Was ist denn das eigentlich, was wir hier vor Ort ganz konkret überlegen, was so stark sein kann, weil was Menschen tatsächlich selbst erleben und nachvollziehen können, das kann man ganz schwer leugnen. Man kann leugnen, dass der Graf schlimm oder nicht schlimm ist, aber man kann nicht leugnen, was Menschen empfinden. Und ich glaube tatsächlich an der Schiene, wenn wir das wissenschaftlich orientiert machen, ist da ganz viel Potenzial da. Und vielleicht auch noch zu der Frage des Handelns. Ich glaube, was wir zum Beispiel machen könnten im Kontext von der Klimaleugnung oder von Klimawandelleugnern im Handeln, wäre zum Beispiel dazu beizutragen, dass die Debatten, die wir führen, konstruktiver werden und wissenschaftsorientierter. Ich finde es befremdlich, ich bin in so vielen Panels, wo sozusagen Redebeiträge im Raum stehen bleiben, die absolut, also die klimaskeptisch sind, wo man es nicht für nötig hält, einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin mit einzuladen. Und ich frage immer, wenn ich auf einem Panel oder irgendwo in einem Raum bin, in einer Diskussionsrunde, wo die Profis sind, wo die Experten sind, die uns doch alle bereichern sollten. Auch damit fängt es schon an, ja, Aussagen im Raum stehen zu lassen, die offensichtlich falsch sind, aber dann ja auch irgendwie so okay und ja auch nicht so wild. An der Stelle müsste man intervenieren und sagen, nein, stopp, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, stellen Sie die gerade in Frage, bitte stellen Sie das richtig. Und ich war letztens bei Markus Lanz und da hat Herr Lanz gesagt, wir würden gerne Herrn Lucke einladen als Kontrahenten. Da meinte ich, wieso muss man Herrn Lucke einladen als Kontrahenten? Ja, das wollen die Freunde im Beirat so, weil das ja wichtig ist wegen der Ausgeglichenheit. Und da habe ich gesagt, okay, das ist gut, dann kommt Herr Lucke, aber dann komme ich nicht. Und dann wurde Herr Lucke ausgeladen, stattdessen war eine Wissenschaftlerin da. Und ich glaube, so, das war schon eine bereichernde Erfahrung für die Beteiligten, vor allem auch für mich ehrlicherweise. Und es geht. Also auch an der Stelle, glaube ich, kann man ganz proaktiv dazu beitragen, dass Debatten wissenschaftskonformer sind. Und deswegen würde ich noch einmal kurz anführen, natürlich meinen wir nicht, 2020 wird die Welt untergehen, das wissen Sie ja auch, wenn wir nicht handeln, aber 2020 verspielen wir möglicherweise das Potenzial, noch 1,5 einzuhalten, 1,5 Grad. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir ein bisschen klimawissenschaftliche Vorstellungskraft beweisen. So, wir haben noch mal Zeit für zwei, drei Fragen. Drei Fragen, da sehe ich auch schon drei Hände. Da einmal in Blau, noch mal in Blau und noch mal in Blau. Ganz einfach zu erkennen. Hallo, ich bin Adrian, ich bin hier auch Studienstipendiat. Und ich komme vom Land. Und wenn ich mit meinen Kindheitsfreunden oder mit den Leuten vom Musikverein über die Klimakrise redet, dann muss ich da jetzt nicht mit dem IPCC-Report anfangen und no offense, Argumente von Klimaforschern sind dann auch nicht so relevant, sondern die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es häufig viel vielversprechender ist, dann auch mal auf Werte zu pochen, ein bisschen zu emotionalisieren, also zum Beispiel, ja, aus Sicht der Grünen vielleicht mal wieder dieses alte grüne Wahlplakat rauszuholen. Wir haben die Welt von unseren Kindern nur geerbt. Oder jetzt auch konservativeren Kräften der Union vielleicht zu sagen, es ist halt auch einfach unchristlich, die Schöpfung zu vernachlässigen. Oder der AfD zu sagen, es ist unpatriotisch, die Wälder hier sterben zu lassen. Und wie sehen Sie das? Also ist das nicht auf... Also wir reden hier jetzt gerade die ganze Zeit über 1,5% Klimakritikern in der Wissenschaft, aber also die Mehrheit der Deutschen hat nun mal kein Abitur, das ist hier in dem Raum vielleicht anders, und die Mehrheit der Deutschen liest sich auch keine Klimagutachten durch. Also sollten wir da vielleicht nicht mal ja, die Debatte anders führen, emotionaler führen?
Hallo? Ja, also das war ein super Kommentar. Ich finde das, glaube ich, richtig gut, wenn man mehr Soziologen in der Klimawissenschaft hätte. Und so, sagt der Ökonom, also Kai Wenemann aus dem UBA, bin zuständig für die Klimapolitik, unter anderem auch für das Klimaschutzpaket. Auf uns hat auch niemand gehört letztes Jahr oder jetzt in 1,5 Jahre. Aber eine Kurzeinschätzung, dann noch eine Frage. Also einmal glaube ich, es gibt zwei große Gründe, warum die AfD, die Rechten sich dieses Klimathema annehmen. Einmal glaube ich wirklich, das sind die potenziellen Wählerstimmen, weil es viel Protest gibt. Und das wird nicht proaktiv von der Regierung oder von Landesregierung, von europäischer Regierung angegangen. Der zweite Grund ist, für Klimapolitik gibt es nur globale Lösungen. Man braucht globales Miteinander handeln und das wollen die nicht. Es gibt eine Renationalisierung, auch verschiedene Gründe, Stadt, Land. Ich glaube, das ist der zweite große Grund. So, und dann habe ich eine Frage an Herrn Karius. Ich stimme fast allem zu. Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden. Da sagten Sie, die Regierung vor dem Klimapaket war unter Panik. Es gab so viel Druck und deswegen haben sie nicht so viel gehandelt, wie sie vielleicht hätten sollen. Wie wir halt 2 Jahre lang gesagt haben. Und da haben sie gar nichts von aufgenommen. Und das war ja auch für uns alle ein großer Schock. Und da verstehe ich nicht ganz, wie Sie das meinen, dass die Regierung da vor lauter Panik nicht handeln konnte, obwohl sie... Wir haben das ja mitbekommen, 1,5 Jahre lang vor Fridays for Future sollte dieses Klimapaket schon verabschiedet werden. Das wurde dann 1,5 Jahre lang verschoben mit so einem Ergebnis. Und da denke ich auch, also ich war total... Heldenhaft über Nacht verhandelt. Ja, heldenhaft über Nacht verhandelt. Und da ich war ganz enttäuscht, weil ich war auch währenddessen auf der Demo und habe gedacht, ja, jetzt haben wir hier so viel, also es gab so viel Aufmerksamkeit und irgendwie hat es jetzt doch nichts gebracht. Und wahrscheinlich wäre es gleich herausgekommen, wäre Fridays for Future nicht da gewesen. Und das war jetzt eine generelle Verzweiflung noch am Ende. Und die dritte Frage. Ja, vielen Dank. Alexander ist mein Name, Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung. Meine Frage bezieht sich auf das Thema Überbevölkerung, denn ich finde, das Thema wird oft von Rechten instrumentalisiert und übernommen. Also wie stehen Sie dazu? Denn wenn ich mit Ihnen manchmal mit den Rechten diskutieren muss, die meinen, ja, es gibt eine explodierende Population in Afrika, in Asien, aber die Klimaaktivisten übersehen das komplett und meinen nur, dass wir in westlichen Ländern weniger Kinder haben müssen. Also da werden einige Theorien wie White Genocide und Great Replacement angebracht. Also wie man soll an dieses Thema angehen, ich finde, es wird nicht genug von Wissenschaftlern angesprochen, von Organisationen. Also ich habe nachrecherchiert, es gibt sehr wenige Stellungnahmen dazu. Ich glaube auch bei Fridays for Future. Also das Thema Überbevölkerung und wie sollen wir damit umgehen. Danke. So, 3 Fragen hatten wir, 3 Herren im Blau. Die erste Frage, da ging es um emotionalisieren statt argumentieren. Zweite Frage, der verzweifelte Aufruf. Und die dritte Frage, Überbevölkerung. Das ist ein total spannender Punkt mit den Emotionen. Wir sind sicherlich auch geprägt von Greta, Unite Behind the Science und so. Am Anfang des Jahres sehr informierend durch die Welt gegangen und haben gesagt, hier, das ist der IPCC-Report und es wurde verhöhnt, wenn man Interviews geführt hat und über die Person gesprochen hat, hat man gesagt, oh nein, ihr müsst doch fragen zu den Fakten und nicht zu den Menschen. Und es hat original gar nicht funktioniert, weil die Fakten ja schon 30 Jahre da sind und offensichtlich nicht oft genug und nicht klar genug kommuniziert wurden, keine Frage, aber die an sich ja nicht mächtig genug waren, um Menschen oder zumindest ein paar Menschen in die Richtung zu bewegen, in die wir das bräuchten. Und was wir dann gemacht haben, ist über Haltung zu sprechen und über das, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit uns machen und wie wir damit umgehen. Und haben also sind praktisch diesen Umweg gegangen über uns als Person, über uns als emotionale und sensible Wesen und haben diese Fakten genommen und gesagt, ja, stimmt, wir sehen die Szenarien, wir haben Angst vielleicht oder wir gruseln uns vor dem Morgen oder vielleicht auch wir sind wütend oder was auch immer und sind den Umweg gegangen über die Emotionen und haben dann davon abgeleitet, deswegen fordern wir das, deswegen wollen wir das, deswegen stehen wir für das ein. Und es hat diesen gigantischen Effekt, dass auf einmal Menschen sich mit uns ganz anders identifizieren konnten, als sie das mit den Fakten konnten. Wenn du nicht weißt, was ein Fakt mit dir machen soll, dann empfindest du ja auch nicht. Dann sagt dir 1,5 oder 2 Grad überhaupt nichts. Und dann, da ist nichts, was hier irgendwie klopft oder warm wird oder kalt wird oder sowas. Wenn man aber
Menschen hört, die erzählen, hey, das ist, was uns konkret bevorsteht und es macht mir richtig Angst, weil wir können vor unserer eigenen Zukunft nun mal nicht wegrennen, dann haben die Menschen auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, eine Verbindung zu einem aufzubauen. Und das ist auch, glaube ich, das, was im Endeffekt die Macht hat, Menschen zu berühren in ganz anderen Arten und Weisen. Das birgt immer die Gefahr, dass das unwissenschaftlich wird. Und ich glaube, an der Stelle muss man diese Linien finden zwischen, wie schaffen wir denn das, bei den Fakten zu bleiben, bei den tatsächlichen Wahrheiten über die Klimakrise und trotzdem aber nicht die Menschen da rauszuziehen, sondern gerade die Menschen inmitten dieser Klimakrise wiederzufinden. Aber es hat, glaube ich, unfassbar viel Potenzial. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel ein Zeitprojekt, was ich glaube vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu befragt wurden, was sie denn fühlen bei der Klimakrise. Und es ist ein beeindruckendes Video dabei rumgekommen, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen, wie es ihnen eigentlich geht. Und auf einmal nimmt man die auch als ganz andere Menschen wahr. Und ich habe das zwischen hinter verschlossenen Türen ganz viel erlebt, dass Leute sagen, ich kann es nicht fassen. Und ich habe sie dann gebeten, es doch einmal auf einer Bühne zu sagen, genau diesen Satz. Und das, glaube ich, ändert sich gerade ein bisschen tatsächlich. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel Potenzial. Gerade wenn wir darüber sprechen, wie überzeugt man denn die Menschen, für die die Klimakrise so ein Yuppie-Phänomen ist, an dem sich Menschen in Berlin-Mitte neuerdings abarbeiten, was sie aber als Menschen gar nicht tangieren muss. Und da ist das, glaube ich, eine sehr hilfreiche Strategie. Ich würde das auch bestätigen, dass es sicherlich sehr, sehr wichtig ist, in der Kommunikation auch emotional über das Thema zu sprechen. Und ich sehe da auch eine große Rolle für Autoren, Künstler, Filmemacher, die ganze kreative Szene. Es ist natürlich nicht primär Rolle der Wissenschaft. Also ich verstehe meine Rolle professionell als Wissenschaftler, dass sie doch darin besteht, möglichst nüchtern die Fakten auf den Tisch zu legen. Trotzdem, ich habe auch an so einem Projekt teilgenommen, How Do You Feel, wo Wissenschaftler, Klimaforscher gefragt wurden, wie sie sich denn dabei fühlen. Das finde ich auch in Ordnung, aber ich finde, es muss auch eine Rollenverteilung geben. Denn wenn wir jetzt anfangen, sehr emotional zu argumentieren, dann wirkt alarmistisch, unprofessionell. Und eben, ich glaube, es gibt eine gewisse Rollenverteilung da. Und die Wissenschaft hat halt schon primär die Rolle, möglichst nüchtern die Fakten bereitzustellen. Also als Politikwissenschaftler habe ich mich relativ viel damit natürlich befasst und das tun Politikwissenschaftler allgemein, die untersuchen Wirkung von Instrumenten oder Instrumentenmix und sowas. Ich muss mal sagen, verantwortungsethische Ansätze in der Politik sind sehr fruchtlos. Wir haben das mal argumentiert in der Außenpolitik und hatten mal so verschiedene Ansätze, wie man denn eigentlich politisch argumentieren kann. Also eine meiner großen Missionen ist seit 20 Jahren Außenpolitik für globalen Wandel zu interessieren. Darum arbeite ich viel mit Außenministerien weltweit zusammen, auch mit dem Deutschen. Das resoniert schon gut. Also das ist natürlich, haben wir ein sehr starkes, lässt sich auch leicht emotionalisieren. Aber ich habe es noch nie gemerkt, dass eigentlich bei politischen Akteuren, die ein starkes verantwortungsethisches Moment haben, das eigentlich in der Politik dann zu den gewünschten Wirkungen und Änderungen führt. Beispiel: Diskussion mit Außenpolitikern über Verantwortungsethik in Staaten, die zu den größten Rüstungsexporteuren gehören. Die Rüstungsexportpolitik Deutschlands, sie hat sich auch in der Diskussion vor Verantwortungsethik, ehrlich gesagt, auch den Impacts, was mit deutschen Waffen gemacht wird, nie geändert. Also von daher, ich bin da so ein bisschen skeptisch und nicht so hundertprozentig überzeugt. Aber ich fand diesen Punkt sehr gut zu sagen, naja, sind nicht eigentlich die Klimawandelleugner unter den Rechtspopulisten extrem unpatriotisch? Absolut. Also das halte ich denen auch immer vor. Ihr verbaut ja eurem eigenen Klientel, den deutschen Bauer, der deutschen Bäuerin, eigentlich die Zukunft. Und wenn ihr denen ja gar nichts anzubieten habt, also würde ich sagen, ist extrem unpatriotisch. Das Zweite, was ich meinte, ich hatte es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, wie das Klimapaket zustande gekommen ist. Also diesen Panikmodus meine ich jetzt ein. Man hat anderthalb Jahre verhandelt. Man wusste, dass Frau Merkel zum Klimagipfel nach New York fliegt. Das Ding musste an dem Tag also wirklich jetzt etwas auf den Tisch, damit sie irgendwas präsentieren konnte dort. Man hat echt die ganze Zeit verhandelt oder besser gesagt Argumente ausgetauscht und wusste ganz zum Schluss, so wie das immer passiert, musste man sich einigen und Kompromisse finden. Das sind immer natürlich die Nachtsitzungen, wo die Knallhaare
Demokraten natürlich sich am Ende durchsetzen. Ich will nichts über die Interna da erzählen, da gibt es einige, ich kenne einige, wie das gelaufen ist und wer am Ende auch ehrlich gesagt dafür gesorgt hat, dass das Paket so aussieht, wie es aussieht. Aber das ist sehr stark, hatte Nachtsitzungscharakter und echt Panik. Das Zweite, was ich aber entscheidender fand, ich muss echt sagen, also die hatten ja nun Gutachter ohne Ende gehabt. Ottmar Edenhofer war dauernd als Berater fürs Klimakabinett da unterwegs und noch ein paar andere. Ist irgendwas von diesen echt renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dort übernommen worden? Nein, das, mal ganz ehrlich, es spielte doch überhaupt keine Rolle, weil Politik in solchen Situationen ja ganz anders argumentiert. Die nützen doch keine, also da wird eine wissenschaftliche Studie vielleicht zur Legitimation benutzt, um ganz bestimmten politisches Instrument durchzusetzen oder eine ganz bestimmte Wirkung zu haben oder natürlich auch, wer am lautesten schreit, ein ganz bestimmtes Klientel zu bedienen. Und guckt euch den Kohlekompromiss an. 40 Milliarden, die investiert werden sollen, kann man natürlich kritisieren, dass wir genau wissen, wie wir Teile dieser 40 Milliarden für die deutsche Energiewirtschaft und deren Transformation natürlich einsetzen, aber noch nicht klar definiert haben, wie eigentlich ein Strukturwandel, ein gesellschaftlicher Strukturwandel in diesen wirklich schwierigen Situationen aussieht durch Ansiedlung, Umschulung, das, was ein Generationenprogramm ist. Also das meine ich damit. Und letzter Punkt, Überbevölkerung. Würde ich jetzt mal sagen, als Wissenschaftler erstmal die Fakten auf den Tisch. Also wenn jemand sagt, wir haben ein Problem der Überbevölkerung im globalen Süden durch Explosion des Bevölkerungswachstums, ist Quatsch. Würde ich mal sagen, die Bevölkerungsstatistiken sagen das gar nicht. Wir haben ehrlich gesagt gerade in bevölkerungsreichen Ländern des globalen Südens ja nun schon längst Kipppunkte erreicht. Übrigens durch auch eine sehr, sehr gute Entwicklungszusammenarbeit global. Mehr Bildung, Zugang zu Bildungseinrichtungen für Frauen und so weiter. Wo wir längst dieses, was gerade im rechten Milieu immer gesagt wird, Explosion im globalen Süden in der Bevölkerung, die dann alle zu uns kommen. Das würde ich mal sagen, muss man erstmal die Daten sich angucken. Das Zweite ist aber natürlich, dass sowieso Bevölkerungswachstum, Explosion wird es ja dann gerne im rechten Milieu genannt, natürlich auch eine heikle Frage ist. Heikel auch entwicklungspolitisch, heikel übrigens auch, würde ich sagen, eben moralisch und verantwortungsethisch zu sagen, warum sollen wir uns aus dem globalen Norden und westlichen Industrienationen eigentlich jetzt erlauben und einmischen, wenn es nämlich um den Zusammenhang zwischen Entwicklung und Klimawandel geht, jetzt ausgerechnet diese Thematik von Bevölkerung, Bevölkerungsentwicklung dort thematisiert. Ist ein heißes Eisen und spielt in dieser Diskussion noch keine Rolle. Sehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht unbedingt im rechten Lager, dass das rechtspolitisch mal unter dem Gesichtspunkt von, wie gehen rechte Parteien eigentlich um mit diesem Zusammenhang zwischen Klimawandel, Bevölkerung, Migration. Da gibt es ein paar andere Thesen, die dort im Raum steht. Also einmal natürlich die These, Klimawandel kann dazu führen, dass wir verstärkte Migration haben. Wird meistens falsch die Datenlage dargestellt, weil es dann heißt, Migration findet statt von Süden nach Norden, nach Europa. Was Quatsch ist, die meiste Migration ist Binnenmigration dann auch in den jeweiligen Regionen, wird aber auch natürlich umgedreht. Gerade die italienische Lega hatte das versucht, in einer politischen Diskussion zu sagen, wir drehen eigentlich das um und sagen, wir wollen gerade aufgrund dessen, dass wir so einen Link machen zwischen Klimawandel und Migration, eigentlich dieses Klimathema eigentlich wegdiskutieren von der globalen Agenda, weil nämlich eigentlich der Zusammenhang in der öffentlichen Debatte hergestellt wird zwischen Klimawandel und Migration. Also das ist ein heikles Thema. Ich würde aber sagen, also das fand ich jetzt interessant zu sagen, verantwortungsethisch, werteorientiert. Diese Frage eigentlich, wie gehen wir auch mit den heiklen politischen Themen um, das zeigt ja auch so ein bisschen, in welchem Spagat man sich da bewegt, wenn man jetzt nicht nur Counter-Narrative, sondern eben auch Politiken entwickeln will, die dieser Komplexität, die dem Klimawandel zugrunde liegt, mit all seinen Auswirkungen gerecht wird. Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, die ersten Reaktionen aus dem Publikum, die ersten möchten gleich eine Rückfrage stellen. Dafür haben wir an der Stelle leider keine Zeit mehr. Ich bin mir aber sicher, dass wir nicht gleich vom Podium rennen werden. Also Rückfragen gerne dann nachher. Ja, vielen Dank für die Fragen aus dem Publikum. Ja, und nochmal herzlichen Dank an unsere Gäste. Ich denke, wir haben heute alle sehr viel dazugelernt. Und mit diesen Worten geben wir dann... Okay, ein letztes Schlusswort noch.
Entschuldigung, weil das fühlt sich nicht gut an, ein Podium zu verlassen. Ihr seid natürlich alle aufgerufen, eingeladen, aufgefordert, am 29.11. mit uns auf die Straße zu kommen. Auch in Berlin, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, zum 4. globalen Klimastreik. Gerade an alle Menschen, die sagen, wie kann es sein, dass der Boden nie fruchtbarer war für Klimapolitik und dann soll das Klimapaket das Resultat sein, dass es wissenschaftlich, klimapolitisch und auch generationengerechtigkeitsargumentierend nicht akzeptabel. Und deswegen zählen wir auf euch und alle Leute, die ihr kennt, dass ihr dabei seid und diesen Stimmen Ausdruck verleiht. Weil wenn es eine Sache ist, die wir gelernt haben, ist, dass Klimapolitik auch nach 11 Monaten an Klimastreiks nicht selbstverständlich ist. Aber wir ganz, ganz langsam ein bisschen diese harten, verkrusteten Einstellungen und Dynamiken aufbrechen können, wenn wir laut genug sind. Deswegen, see you on the streets. So, ich darf mich dem Dank nochmal anschließen, den Dank an unsere Podiumsgäste, den Dank ins Publikum für die Fragen, für die Beteiligung und ein ganz, ganz großes Dankeschön möchte ich richten an unsere beiden Moderatorinnen, Miriam Rapior, Caroline Schuster. Ihr habt das großartig gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sind fast am Ende unserer Veranstaltung. Wir haben ein kleines Präsent für alle hier oben auf dem Podium. Wahrscheinlich wissen das die wenigsten, dass Heinrich Böll auch gemalt und gezeichnet hat. Und zwar seine Romanskizzen, die wir immer sehr gerne an unsere Gäste verschenken. Ich hoffe, es macht Vergnügen, das Buch zu lesen. Und bevor ich jetzt alle einlade, die Diskussionen oder die Fragen, die sich möglicherweise jetzt weiter auftun, unten beim gemütlichen Zusammensein zu stellen, ins Gespräch zu kommen, möchte ich noch mal an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Jo Frank richten, Geschäftsführer von ELIS. Ich hoffe, er hört und sieht uns zu vom Krankenbett, weil er hat sich leider entschuldigen müssen, er ist erkrankt. Aber sonst würde er nämlich jetzt hier stehen. Aber ich freue mich sehr, dass seine Kollegin heute hier ist, Stefanie Hertle. Sie ist Mitarbeiterin bei ELIS, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und ehemaligen Arbeit. Und sie hat jetzt das Schlusswort. Stefanie. Sie können auch sitzen bleiben, weil ich nur ganz kurz sprechen werde. Ich weiß, ich bin zum einen die Ersatzspielerin hier auf dem Felde und zum anderen stehe ich jetzt zwischen Ihnen und euch und dem weiteren Gespräch und dem Empfang. Ich mache es also ganz kurz. Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute zum Abschluss unserer gemeinsamen Reihe Gesellschaftsvision im Namen von ELIS, dem begabten Förderungswerk der jüdischen Gemeinschaft, und im Namen von Jo Frank, dem Geschäftsführer von ELIS, noch einmal kurz an Sie wenden darf. Und ich danke dir, Ulla, für die Einladung. Als Hakan Tusuna vom Avicenna-Studienwerk, das ist das Studienwerk der muslimischen Gemeinschaft, und ich weiß nicht, ob er hier ist, nein, ich sehe ihn nicht, und ELIS die Idee für diese Reihe entwickelt haben, wollten wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Und wir wollten ein Format für ein werkübergreifendes, gemeinsames Nachdenken und Sprechen auf den Weg bringen. In Anbetracht der Tatsache, dass eine in großen Teilen antisemitische, islamfeindliche, antifeministische, homophobe und antidemokratische Partei, die sogenannte Alternative für Deutschland, im Bundestag nicht nur sitzt, sondern auch gestaltet, sprachen wir alle parteinahen Stiftungen aus der Position der Minderheiten an.
Und dass alle Werke sich nicht trotz, sondern wegen ihrer unterschiedlichen politischen Ausrichtungen zusammen für eine pluralistische und offene Gesellschaft engagieren, das ist ein wichtiges Signal für Sie, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, und ein wichtiges Signal auch für uns, und es ist ein Zeichen der Zuversicht. In der letzten Woche fand, wie viele von Ihnen wissen werden, keine 3 Wochen nach dem Anschlag in Halle und kurz vor dem 9. November, dem Tag der Reichspogromnacht, ein antisemitischer Übergriff auf einen unserer Stipendiaten in Freiburg statt. Nach Zuversicht klingt das sicherlich nicht, werden Sie jetzt denken. Was dem Angriff auf Samuel allerdings folgte, das schon. Unser Stipendiat rief Elis am vergangenen Mittwoch am späten Nachmittag an. Wir sprachen mit den Kolleginnen aller begabten Förderwerke und nicht einmal 24 Stunden später waren ein Raum in Freiburg, das Catering und die finanzielle Unterstützung gefunden. Und am Samstag, also letzte Woche, 4 Tage nach dem Angriff, kamen Stipendiatinnen und Stipendiatinnen aller 13 Werke in Freiburg zusammen. Sie kamen zusammen, um Samuel ihre Solidarität zu zeigen, um miteinander zu diskutieren, Ideen und Strategien zu entwickeln und gemeinsam ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen und für eine offene, pluralistische Gesellschaft. Als wir nach Freiburg gefahren sind, haben wir mit 30, 40 Menschen gerechnet und hätten uns gefreut. An diesem Abend waren mehr als 180 Stipendiatinnen und Stipendiaten in Freiburg. Der Abend in Freiburg war ein Abend der Wut, aber auch der Solidarität und der Stärkung. Und das macht uns sehr zuversichtlich und auch stolz auf unsere 13 Werke. Wenn es möglich ist, innerhalb kürzester Zeit alle Werke und ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten zu mobilisieren für einen Stipendiaten, dann bin ich sicher, dass sich auch die Visionen dieser Reihe realisieren lassen. Ein Jude in Not ist in Deutschland alleine, hatte unser Stipendiat nach dem Angriff in einem Interview gesagt. An diesem Abend war er es nicht. Zum Thema Antisemitismus, das noch als Randbemerkung, werden wir im nächsten Jahr ein werkübergreifendes Programm aufsetzen, also eines, das sich an Stipendiatinnen aller Werke richten, dazu bald mehr. Es gibt nur einen Weg, Gesellschaft zu verändern, und das ist Engagement. Darum ging es ja heute auch immer wieder. Deshalb auch nochmal unser Appell, engagieren Sie, liebe Stipendiatinnen und Stipendiatinnen, sich für eine gemeinsame Zukunft. Verbinden Sie sich, stärken Sie sich und Ihre Position mit Bündnissen. Fordern Sie auch die Unterstützung Ihrer begabten Förderungswerke ein, denn dafür sind wir da. Entwickeln Sie weiterhin Visionen und vergessen Sie dabei das Handeln nicht. Innerhalb der begabten Förderung haben Sie hierfür vielfältige Möglichkeiten. Das, was wir als begabten Förderungswerke mit der Reihe Gesellschaftsvision gezeigt haben, kann auch Ihnen einen Impuls geben. Über Grenzen hinweg können wir Grenzen verschieben, wir können Räume weiten und unsere Gesellschaft verändern. Herzlichen Dank.